Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, für alle Frühaufsteher hier ein kleiner Applaus von Detlef von Wake News Radio, Wake News TV für alle von euch. Hallo Leutchen, wie geht's? Heute haben wir wieder eine Sondersendung am 11.01.2014, nämlich den United We Strike Radio Marathon, den wir mal am jeweils zweiten Samstag des Monats machen, Ja, und gleich hier Warnung vorweg. Wichtiges, heißes Thema heute. Das heißt, vielleicht stören sie uns wieder. Schauen wir mal. Also wenn hier was passiert, von wegen Tonqualität oder sonst was, gleich bitte schön im Chatraum vermerken oder per E-Mail schicken oder. Jo, Mann. Und ich grüße euch also von allen Seiten her aus der ganzen Welt, wo immer ihr her zuhört. Bei mir, ich weiß, dass auch sehr viele aus Übersee zuhören, heute sowieso, aber jetzt ein bisschen später, das ist noch ein bisschen früh für die, ne? Die sind noch nicht so weit.
Okay, und natürlich auch danke ich allen Sendern, die mich hier oder Webseiten, die mich hier mit übertragen oder uns übertragen, heute auch während des United We Strike Radio Marathons. Und der geht ja relativ lang, ne? Wisst ihr, also für die, die schon mal da waren, der geht also bis in die frühen Stunden des Sonntags hier in unserer Zeitzone. Ja, und klasse, dass also ihr alle hier seid. Ne? Und dass ihr uns mit übertragt. Und wer das alles ist, könnt ihr nachvollziehen auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Das ist die Radioseite, da sind verschiedene Player aufgebaut, da für alle, die neu sind. Ja, und gerade erst eingeschaltet haben. Es gehen immer gleich automatisch zwei Dinger an, nämlich UWS Radio und ICRN Radio Network. Und da kann man einen davon auch schalten. Ne? Sonst hört man den Detlef doppelt. Und doppelt hält ja besser und dreimal sogar noch besser. Ne? Aber um es besser, klarer hören zu können, reicht einer. Und und natürlich auch auf der Einführungsseite immer mal auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com schreibe ich einen kurzen Artikel zur jeweiligen Sendung und der ist zu finden also heute auch dort. Und dort sind auch die ganzen mir bekannten zumindest Sender und Seiten aufgeführt, die uns mit übertragen. Und es ist ja so, im Laufe der Sendung geht es ja rund um die Welt und da werden wir also auch teilweise terrestrial, ne, so heißt es glaube ich auf Englisch, also auf erdgestützten Funkstationen mit übertragen. Deshalb dürfen sie da nicht fluchen, sonst werden sie gleich abgeschaltet. NSA-Land, DHS-Land. Ich weiß gar nicht mehr, ob der US oder DHS nennt oder, ja, ist ja egal. Okay. Ja, hier sagt Doramis, ja, Mensch, mit dem dritten Player bekommst du noch den Surround dazu. Da hast du richtig dreifachen Sound und da, naja gut, okay. Ja, super. Aber ihr könnt natürlich während der ganzen Zeit hier, wo ich dran bin, auch mir eure Infos, Kommentare, Fragen und Ansichten zusenden unter radio@wakenews.net oder das ist meine E-Mail-Adresse und da ist es am besten für mich, wenn ihr das da hinschickt, also nochmal für die, die es noch nicht so recht verstanden haben, sollten, ganz langsam, Wake News, schreibt sie wakenews.net. Das ist gar nicht nett, ich bin gar nicht nett. Schon gar nicht zu denen, die Tyrannen sind. Zu denen bin ich gar nicht nett, weil die sind ja auch nicht nett zu uns, oder? Okay, ja, damit hat es heute zu tun und wir hatten schon in dieser Woche zwei Sendungen, die auch es in sich hatten, oder ich weiß nicht, ob ihr alle schon verfolgen konntet, sonst könnt ihr euch die Aufzeichnung gerne anschauen sogar, mit dem Detlef drauf, ja, und da hatten wir also schon einiges so ein bisschen da so erklärt, nämlich das System steht auf Unrecht. Wackelige Beinen, dann ist die STVZO ungültig in der BRID, dann lasst ihr euch einschüchtern, da haben wir schon mal so ein bisschen Vorgeschmack für die heutige Sendung gebracht, damit wir auch ganz fantastisch alles, alles läuft, ja. So, ich muss gerade hier jemand was posten, der mir was reinschickt hier. Da ist, hätte ich sonst hier was machen müssen. Okay, gut. Ja, fein. Wir machen ja immer so zwischendurch. Ich muss ja auch noch eine produzieren und so weiter. Ich habe ja doch den englischen Teil dann auch nach den beiden deutschen ersten Stunden. Mache ich auch mit. Ich mache nicht nur mit, sondern ich produziere das auch. Oh, okay. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir ja so das hier eure Sachen reinschicken und das Thema von heute ist natürlich aufgebaut, wenn man so will, auf diesem ganzen Schlamassel, in dem wir stecken, nämlich Rechtsbeugung und Willkür als letzter Versuch, das System zu retten. Ja, und es ist ja nicht eine Sache hier nur von der BRID oder von Österreich oder Schweiz oder irgendwo oder ja, sondern es geht eigentlich hier darum, dass das eine weltweite Situation ist, zumindest dort in den Ländern, Nationen, Gebieten, die von der neuen Weltordnung beherrscht werden, die ist schon seit langer Zeit aktiv. Im Prinzip ist die neue Weltordnung die alte, die sie nie richtig umgesetzt haben. Die versuchen es verzweifelt jetzt mal auf den Weg, ne?
Aber ich glaube, da sind jetzt inzwischen so viele aufgewacht. Das haben wir ja gesagt, 2014 ist das Jahr der aufwachenden Menschheit. Das ist also mein Slogan für 2014. Kann man sich auch nochmal anhören, die Sendung, was ich damit gemeint habe. Und insofern denke ich, sind wir hier ganz klasse dabei. Ich bin natürlich im Rahmen des United We Strike Radiomarathons auch auf Englisch nachlesbar. Es gibt also auf der Seite unitedwestrike.com auch eine Blog-Sektion, wo ich meine Artikel platziere. Und dass ihr es gleich gehört habt, das ist ähnlich. Da steht nämlich Perversion of Justice and Despotism in order to keep the system going. Ist auch nicht so nahezu die Übersetzung der heutigen deutschen Thematik. Und wir werden natürlich im Laufe des Tages dann also auch schon beginnend im deutschen Teil die Melanie Vritschan bei uns haben von Eukash, die also sich sehr stark engagiert hier gegen elektronischen Terrorismus und die dort eine Gesetzgebung in der EU eingebracht haben, ja, es geht alles, ne, um eben darauf einzuwirken, dass die Menschen in der EU nicht mehr elektronisch tyrannisiert werden. Ja, wir wissen ja, überall sind diese Antennenanlagen versteckt oder nicht versteckt untergebracht und da werden vor allen Dingen Niedrigfrequenzen ausgesandt bis hin zu Mikrowellenbestrahlung. Ja, einfach mal gucken, ne, wann der aus der Haut platzt. Ne? So lange werden die bestrahlt. Nicht nur Experimente, so mal gucken, was passiert, sondern eben auch ganz gezielt, dass da Leute aufs Korn genommen werden, die man eben gerne eliminieren möchte. Und hinterher sagt der Doktor, wenn er ihn aufschneidet, ach, der hatte wohl Krebs. Oder sowas. Ne? Wir wissen, wie das funktioniert, oder? Gut. Ja, also wie gesagt, wir haben also eine interessante Programmstruktur heute. Da könnt ihr auch nachschauen unter unitedrecycle.com. Da gibt es also auf der Seite oben solche Links zu Rubriken, nämlich fängt an mit Videos, UWS Radio und Chat und UWS Web Links und dann Podcast Archives. Das sagst du jetzt einfach mal auf Deutsch, auf Deutsch und Englisch und Englisch. Ihr habt schon verstanden. Okay, und wenn ihr da unter UWS, also UWS Radio und Chat klickt, dann kommt ihr dann auf den Chatraum, den es auch dort gibt. Das ist ein anderer Chatraum. Und unten drunter, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, ist das Programm von heute schon aufgeführt. Also das da. Und auf der linken Seite findet ihr auch das Blog-Menü bei unitedrecycle.com, wo die verschiedenen Blogs untergebracht sind. Darunter auch Deadless Blog. Okay. Ja, aber da kommen wir später zu. Jetzt geht es erstmal hier in die Volle, nämlich mit unserem Thema heute Rechtsbeugung und Willkür. Der letzte Versuch, das System in Anführungszeichen zu retten. Ja, und das, wie gesagt, findet man bei myweakness.wordpress.com. Ihr könnt das eben auch parallel hier zur Sendung mit gerne verfolgen. Ja, ihr müsst einfach dann mit der Maus rechtsklick hier auf die Links auf der Seite weakness.net, Weakness Radio gehen oder es in einem sonstigen Fenster öffnen, wie ihr wollt. Dann könnt ihr das also mit durchlesen und auch die Links und die Bilderchen finden. Ich mache immer schöne Bilderchen auch zur Situation. Und da kann man dann gleich sehen, um was es geht. Und nochmal der Hinweis, wenn irgendetwas hier nicht funktioniert mit der Sprache, sofort hier bitte im Chatraum kurze Meldung. Oder? Ja, und das andere ist, ich danke natürlich immer allen Künstlern, ne, die also hier bei uns ihre Musik zur Verfügung stellen, uns die hier spielen lassen, während der Sendung, vor den Sendungen, zwischendurch, was auch immer, oder auch auf unserem Radiosender, denn der Wake News hat ja auch einen eigenen Radiosender. Klasse, ne? Da läuft eigentlich Musik rund um die Uhr. Ja, und wir werden das auch noch in diesem Jahr weiter bearbeiten und noch verbessern, dass man also auch die verschiedenen Rubriken dann finden kann, also nur dann Musik hören kann, die einen dann besonders interessiert. Und auch da findet ihr die Links bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Und es gibt auch eine Blogseite, musicchannel.wordpress.com von Wake News, wo ihr dann also auch den Player findet und auch ganz viele Informationen dazu. Okay,
Das nur so am Rande. Und wir hörten also den Steve Phillips hier mit 90, no, we are the 99%. Und das wissen wir ja, das ist, wir sind sogar noch mehr. Wir sind 99,999 und was Prozent, weil das ja nur so ganz wenige sind, diese Dims, die dominant irrsinnige Minorität, die ich immer als diejenigen sehe, die uns diesen ganzen Mist eingebrockt haben, weil die eben durch diese Sachen einfach an der unangefochten an der Macht bleiben wollen, die sie sogar noch ausbauen möchten, um dann ja eben die unnützen Fresser loszuwerden, gemäß Agenda 21 oder den Georgia Guidestones. Okay. Ja, und hier heißt es in dem heutigen Artikel bei mywakenews.wordpress.com in unserer heutigen United We Strike Radio Marathon Live-Sendung geht es wieder hoch her. In unglaublicher Art und Weise gehen die sogenannten Mächtigen in Anführungszeichen gegen die Menschen vor, Rechtsbeugung und Willkür als verzweifelte letzte Versuche, sich am Machtsessel zu halten, das Unrechtssystem der banksgesteuerten Tyrannei aufrechtzuerhalten, koste es, was es wolle, egal, ob sie selbst dabei auf der Strecke bleiben. Und heute berichte ich von einem oder über einen ungeheuerlichen Fall von Grund- und Menschenrechtsverletzungen aus Rheinland-Pfalz. Der Staatsanwaltschaft Koblenz mit internationalen Verwicklungen hin nach Holland, die offenbar auch noch nichts davon mitgekriegt haben, was hier in der BRID alles nicht in Ordnung ist, wo jedes einzelne Vorgehen bilderbuchmäßig aufzeigt, wie Rechtsbeugung und Willkür in dieser Region vorexerziert wird. Zeit zum Handeln. Ja. Ja, und ihr findet da also schon den Link zu dem Blog von der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, wo ihr dann also diesen Artikel auch selbst später oder jetzt mit mir zusammen durchgehen könnt. Ja, und im zweiten Teil dann der deutschsprachigen Sendung wird uns Melanie Britschan von Heukasch aus Brüssel von einer ungeheuerlichen Aktion gegen sie mit Rechtsbeugung und Willkür durch belgische Behörden in Anführungszeichen, Staatsanwälte in Anführungszeichen und so weiter berichten, die ihr kurz vor Neujahr ein Spektakel sondergleichen bot. Hören? Auch wird sie uns von dem Vorstoß der Eucash und ICAACT berichten, die eine EU-Gesetzesvorlage gegen die elektronische Belästigung durch Schallwellen und Frequenzen seitens Militärs, Sicherheitsdiensten und so weiter gegen die Bevölkerung Europas eingebracht haben. Ja, und wie sage ich es immer, wehrt euch gegen diese Unterdrückung und dies und über dieses und vieles mehr können wir in dieser Sendung heute sprechen. Okay, also nochmal für alle, die hier das noch nicht mitgekriegt haben, weil sie gerade das eingeschaltet haben. Ihr könnt mir hier während der Sendung gerne eure Ansichten, Mitteilungen, Informationen, Fragen reinsenden unter radio@wakenews.net. Freue ich mich. Oder ist das schon eigentlich da? Versuche ich dann dazwischen reinzunehmen. Ist ja logisch. Ja, und wie gesagt, wir sind ja hier dazu da, diese Missstände aufzuzeigen, um daraus auch abzuleiten, erstmal den Erkenntnisprozess, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern zweitens natürlich auch der Aktion. Das heißt, wir müssen da was unternehmen. Ja, wir sind alle Unternehmer, nicht Entgegennehmer, sondern Unternehmer. Wir müssen also auf die Hinterachsen uns steigen und stellen. Wie das geht, hat zum Beispiel Kreativ ja in der letzten Sendung am Donnerstag der Arbeitgeber-Fragebogen hervorgerufen, der also großen Anklang getroffen ist, hier verlinkt beim Blog vom Aufgewachten, aufgewachter.wordpress.com. Okay, da könnt ihr euch das dann auch nochmal anschauen. Den Link habe ich übrigens auch da immer drunter noch drin, weil das ist immer noch sehens- und hörenswert. Ne? Letzten Donnerstag habe ich das sogar vorgelesen. Wenn man es also hören möchte, wenn man sich die letzte Sendung in der Aufzeichnung gerne anhört. Okay, jetzt springen wir mal zum ersten Fall, den wir heute diskutieren, nämlich Staatsanwaltschaft Koblenz, Rheinland-Pfalz.
im Visier wegen vermuteter Rechtsbeugung. So ist der Titel des Artikels, erschienen bei dem Blog der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Der Link dahin ist VUG, Wake News, ein Wort, .wordpress.com. Ja, ist aber auch verlinkt zur heutigen Sendung im Blog mywakenews.wordpress.com und natürlich auf der Radioseite mit Bildchen. Kann man draufklicken, ne? Am besten mit der rechten Maustaste, dann kann man das parallel öffnen und mitlesen, eventuell, wenn man das möchte, und sich die Bildchen und Dokumente anschauen, die ich dann auch gleich noch alle besprechen möchte. Denn ich bin immer der Ansicht, dass wir, wenn wir so einen Artikel bringen, dass der nicht nur hier so gerade mal eben so ein paar Zentimeter hoch ist, ne, so eine Schnellmeldung, weil das ist ja Volksverdummung, ne, sondern wir gehen der Sache schon richtig auf den Grund und machen eine vernünftige Recherche. Das dauert natürlich ein bisschen, ist umfangreich, aber ich denke, das ist sinnvoll. Und wie ich es immer mache, wenn ich jemanden kritisiere, also sagen wir mal überwiegend, dann spreche ich die vorher an. Ja, und sage, ich möchte darüber berichten, bla bla, und habt ihr ja die Fragen, bitte beantworten Sie mir die und schicken Sie mir die zurück, sodass jeder die Möglichkeit hat, im Vorfeld, bevor der Artikel erscheint oder die Sendung kommt, sich dazu zu äußern. Und das ist die Chance. Ja? Und nachher dann zu sagen, deswegen mache ich das vorher. Ne? Damit man also denen die Möglichkeit gibt, sich da vorher dazu zu äußern. Oder? Also, genau so habe ich es hier natürlich getan, aber da kommen wir gleich noch dazu im Laufe der Besprechung dieser Aktion. Ja, und da steht in dieser Veröffentlichung, wie unsere Presseanfragen durch Wake News und die Einschaltung der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten mittels Auskunftsbegehren ergeben haben, sind erhebliche Verdachtsmomente von schwerer Rechtsbeugung durch die Staatsanwaltschaft Koblenz und deren Hauptverantwortlichen Oberstaatsanwalt und Behördenleiter Harald Kruse aufgetreten, nicht nur in der Anwendung von Gewaltmaßnahmen unter Aushebelung von Grund- und Menschenrechten, sondern auch in der Art und Weise, wie Einsätze von Bewaffneten, zivil oder uniformiert, vorbereitet und durchgeführt werden. In welcher Form Dokumente mit Urkunden wie Haft- und Durchsuchungsbefehle vorbereitet sind und wie die Exekutivkräfte vor Ort willkürlich und ohne Rücksicht auf Grund- und Menschenrechte vorgehen. Besonders schlimm wiegt hier die Anwendung von Rechtsgrundlagen, die offensichtlich nichtig bzw. außer Kraft gesetzt sind. Und dieser Fall wird hier in der heutigen Sondersendung beim United We Strike Radio Marathon am 11.01.2014 ausführlich erörtert. Ja, und vorausgegangen war diese Analyse und Veröffentlichung eine offenbar seit Monaten andauernde Ermittlung, in Anführungszeichen, gegen eine Gruppe von Menschen in der BRID und Holland, die in einem sogenannten Kräuterhandel, in Anführungszeichen, involviert waren, von dem vermutet wurde, dass diese Kräutermischungen möglicherweise verbotene Substanzen, in Anführungszeichen, enthielten. Und hier hatte der besagte Herr Harald Kruse eine entsprechende Pressemitteilung auf seiner Seite gemacht, die ich da verlinkt habe, die man gerne durchlesen kann. Die ist nicht sehr aussagekräftig, weil es werden nur die Anklagepunkte mehr oder weniger da verlesen und die möglichen Substanzen, die da alle gehandelt wurden, mit den möglichen Schäden, die da sein können, aber mehr steht da auch nicht viel drin, ne? Okay,
Was sie selber falsch gemacht haben, steht auf jeden Fall nicht drin. Dafür sind wir ja jetzt hier, um das ein bisschen zu erörtern, oder? Also wie gesagt, wer hier möchte, kann da gerne seinen Input mit reingeben und mitreden oder Fragen stellen oder was auch immer, gell? Jetzt habe ich mir schon wieder irgendeine Seite hier weggeklickt. So, haben wir aber hier jetzt wieder. Okay. Kräuterhandel, sagt einer. Ja, Basilikum to go. Das war wohl ein bisschen was anderes noch als Basilikum allein. Okay, wie auch immer. Ja, jedenfalls, das ist der Hintergrund gewesen. Ja, und wir haben jetzt also Folgendes gemacht. Unabhängig also von den gemachten Vorwürfen, die also in der Presse, in dem Presse-E-Mail-Austausch da gemacht werden, beziehungsweise von dieser Veröffentlichung hier oder den Dokumenten, die ja auch zur Sache vorliegen, also unabhängig von den gemachten Vorwürfen, was die also möglicherweise falsch gemacht haben oder vielleicht auch Unrecht gemacht haben, die wir hier weder prüfen noch verifizieren können, weil dazu fehlen uns einfach die ganzen Unterlagen und Hintergründe und Untersuchungen und was weiß ich. Nein, hier geht es uns um die Aufklärung über die Vorgehensweise der involvierten Stellen in der BRID, also das ist die Abkürzung für Bundesrepublik in Deutschland. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht, die Verbandsgemeinde Treis-Karden, die entsprechenden bewaffneten Zivilisten und Uniformierten, die JVA Koblenz, die in diesem Einsatz tätig geworden sind. Ja, und hier wird also einzig auf das Vorgehen oben angeführter Stellen gegen das Mitglied der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, nennen wir ihn mal hier Karl Mayer, das ist natürlich nur Pseudonym, also und dessen Familie, ne? Aus Datenschutzgründen werden die Namen der betroffenen Opfer dieser Aktion der oben angeführten Stellen nicht bekannt gegeben. Liegen der Redaktion, also uns hier, auch bei der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten vor. Ja, und so lief es nach Insider-Informationen ab. Am frühen Morgen des 17.12.2013 stürmten circa 8 bis 12 Personen oder Polizisten, also das hatten die da irgendwie draufstehen oder irgendwo hingeschrieben, ja, auf das Grundstück der Familie Mayer, wo sie den vermuteten Täter Karl Mayer, Täter in Anführungszeichen, wir wissen ja, bis zu einer rechtmäßigen Verurteilung unter Ausschöpfung aller Rechtsmittel muss ein Beschuldigter zunächst mal als nicht schuldig betrachtet werden, oder? Aber ich habe es jetzt mal hier so formuliert. Also den vermuteten Täter, in Anführungszeichen Karl Mayer, den Sohn festnehmen wollten. Dieser war aber im Schlaf im Gästezimmer seiner Eltern, die er während der Weihnachtsfeiertage besuchte, und hörte weder Klingeln noch Rufen. Darauf brachen diese Personen die Haustür ein und verschafften sich gewaltsam Einlass in das Haus der Eltern von Karl Mayer. Dort nahmen sie den noch halb schlafenden in Fesseln mittels Handschellen fest und nötigten ihn, ohne die Möglichkeit, sich Rechtshilfe zu holen. Es war aber schon früh, oder sagen wir mal von der Uhrzeit so, dass er hätte einen Anruf tätigen können, ja, in einem Zimmer unter Bewachung zu verbringen, währenddessen sie das ganze Haus von oben bis unten umstülpten, in sämtliche Räume der Eltern und in die Räumlichkeiten des Bruders einstürmten, Dachböden, Keller, Arbeitszimmer, Garage, alles wurde durchwühlt, vorschriftswidrig. Denn schon die mitgebrachten Papiere, genannt Beschluss und Durchsuchungsbefehl, waren rechtswidrig,
da nur als Faxkopie ohne Originalunterschrift der in Anführungszeichen Richterin am Amtsgericht Benita Marcos aus Koblenz, die im Übrigen auch auf dem sogenannten Beschluss in Anführungszeichen als Durchsuchungsbefehl auf der zweiten Seite nicht korrekt unterschrieben hatte, sondern nur mit einem krakeligen Nachnamen, ohne Amtssiegel und wie gesagt nicht im Original, sondern nur als unbeglaubigte Kopie. Hier handelt es sich offenbar um eine Rechtsbeugung sondergleichen. Ja, und wer mir das jetzt nicht einfach so glaubt, der kann sich das Original, also nicht das Original, aber das, die Kopie davon anschauen, die ich habe mir zusenden lassen. Das Einzige, was ausgeweist oder weggemacht wurde, waren die Namen, ja, des Opfers. Und da kann man also ganz interessante Sachen sehen. Also so ein Papierchen habe ich auch noch nie in meinem mein Auseinandersetzen mit solchen Dingern hier über die letzten Jahre gesehen. Ist ja noch schlimmer als das, was wir hier schon mal gesehen haben. In Baden-Württemberg, in Lörrach und so, ne? Was die produzierten. Nämlich ein Papierchen, das sieht aus wie mit Schreibmaschine geschrieben. Vielleicht sind die noch nicht so weiter. mit einem Papierchen, wer das also jetzt hier aufschlägt und das auf der Seite mitverfolgt, das erste Blättchen da, die erste Seite des Durchsuchungsbefehls, in Anführungszeichen, da steht irgendwo in der Mitte, links oben steht Amtsgericht Koblenz, irgendwie so mit, Schreibmaschine reingeschrieben. Dann in der Mitte Beschluss und irgendein unidentifiziertes Wappen, keine Ahnung, was das für ein Wappen ist. Hat woanders ein Familienwappen reingepostet. Und darunter in dem Ermittlungsverfahren gegen irgendwann, also gegen unser Mitglied, ne, wegen und so weiter, könnt ihr euch durchlesen. Aber mir geht es jetzt nicht um die Erörterung des Grundes, weswegen er irgendwie da verfolgt wurde, sondern es geht hier ausschließlich um die formalen juristischen Angelegenheiten in Bezug auf, wie soll eine solche Urkunde ausschauen? Wie ist ein rechtmäßiges Dokument eigentlich vorgelegt worden? Ne? Ja, und da kann man das hier sehen. Und da steht im Text hier beispielsweise, ich muss da auch mal ein bisschen vorbeugen, weil das ist ein bisschen klein, wird die Durchsuchung der Wohnung sowie anderer Räume und eventuell vorhandener Fahrzeuge des Beschuldigten und seiner Person sowie der ihm gehörenden Sachen zur Auffindung nachstehender, Beweismittel angeordnet. So, wie ich es aber vorhin aus der Schilderung der Abläufe erwähnt habe, haben die das ganze Haus durchsucht, das ja nicht dem Beschuldigten gehört, er dort keinen Wohnsitz hat, sondern nur, ja, wie man das immer so macht, mal in der Familie, mal eben für die Feiertage, ein paar Tage vorher, schon da gewesen ist und im Gästezimmer nächtigte und alles, was durchsucht, durchwühlt, durchkramt, kaputt und was weiß ich gemacht wurde und entwendet wurde, zum Beispiel alle PCs, so wie das bei mir hier war, alle PCs, Datenträger, was auch immer, wurden alle weggenommen, die ihm überhaupt nicht gehörten, wo gar nicht seine Sachen drauf waren. Dürfte dann schon mal ein eklatanter Verstoß gegen diese, wäre das gültig, Anweisung gewesen sein, oder? Okay, also das ist mal das eine. Und dann, eklatant, das ist nur eine Kopie eines Faxes. Die haben ihm eine Kopie eines Faxes vorgelegt. Ja, das muss er sich jetzt mal überlegen. Also lass das mal sacken. Auch alle, die vom System hier zuhören, auch die von der NSA, die sollten vielleicht mal dabei in Koblenz mal bei denen nachschauen, wie die arbeiten. Ne? Staatsanwaltschaft und wie die alle heißen.
NSA. Da müsst ihr mal eure Abhördinger da unterbringen und eure Kameras installieren, damit ihr mal seht, wie die da arbeiten, die schlampig. Wenn sie überhaupt ordnungsgemäß sind. Vielleicht ist das eine private Gruppierung. Na gut, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, und dann, außerdem waren auf dem Dokument als Durchsuchungsstelle eben die Wohnung und die Wohnräume und das Eigentum der Besitz von Karl Mayer zu durchsuchen, nicht aber alle Räume, alle Gegenstände, das war auf dem Dokument ausdrücklich so definiert. Tja, und dann kommen wir zur zweiten Seite dieses Dokumentes, wo ich also da auch wieder nur einen Auszug abgebildet habe, weil der Inhalt interessiert im Moment gar nicht. Warum, weshalb und wieso? Wir kümmern uns nur um die formellen Dinge und den Rechtseingriff, der geplant ist, ja. Und da schreibt diese Frau Marker, ja, tituliert sich als Richterin am Amtsgericht, weiß man auch nicht an welchem, aber gut. Die Maßnahme ist verhältnismäßig, denn sie ist zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und erforderlich, wobei mit der verbundenen Grundrechtseingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und zur Stärke des Tatverdachts steht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschluss nur binnen sechs Monaten nach seinem Erlass vollstreckt werden darf. Das ist ein bisschen sehr klein und undeutlich, deswegen kann ich das nur so holprig vorlesen. Aber ihr könnt es dann nachlesen, man kann das ein bisschen vergrößern, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ne? Okay, und die Anordnung war gemäß § 33 Absatz 4 STPO. Ohne vorherige Anhörung des Beschuldigten zu treffen. Und da kommen wir gleich nochmal dazu. Also, die haben also einen ganz schweren Eingriff in die Grund- und Menschenrechte fremder Menschen vorgenommen, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Sind zwar Familie, aber es gibt keine Sippenhaft hier in unserer Gesellschaft, sondern es gibt nur wenn einen Einzelverantwortlichen, der für irgendetwas gerade stehen muss, aber nicht die ganze Familie. Also ist ein schwerer Eingriff in Grund- und Menschenrechte vorgenommen worden, fremder Mensch, die nichts mit dem Fall zu tun hatten. Sonst hätten sie ja mit, sagen wir mal, in dem Durchsuchungs- oder Haftbefehl drinstehen müssen. Er hätte das klar definiert sein müssen. Und dann kommen wir zu ein paar anderen Formalitäten. Da ist dann hier zum Beispiel eine krackelige Unterschrift. Ich hätte jetzt, wenn ich das die krackelige Unterschrift, ohne dass das noch da drunter steht, wer da sein soll, überhaupt nicht identifizieren können. Okay, ja, nicht alle können so schön schreiben. Aber da steht ich hätte fast Merkel lesen können. Ne? Ich dachte schon, was macht die denn da? Ich dachte, die war jetzt gerade im Skiurlaub und hat da ihr Beinchen oder verdreht oder ihren. Na gut. Aber gut, das soll wohl GEZ, also nicht diese unrechtmäßige verfassungswidrige, in Anführungszeichen, Steuer sein, da auf die TV und Radio, was sie uns aufdrücken wollen oder den Leuten in der BRD. Nein, hier geht es um, das soll wahrscheinlich die Abkürzung sein für gezeichnet. Ja, steht da und dann ist das wohl ein Witz. Ne? Also entweder du unterschreibst ordentlich, also mit Vor- und Nachnamen, wie es sein soll, und eigentlich soll es ja Vor- und Familienname sein, nicht Nachname, okay. Und dann ist das auch nur eine kopierte sogenannte Unterschrift, ohne dass diese irgendwie, das kann man ja machen, auf einer Kopie das amtlich beglaubigen, ja, oder notariell beglaubigen, nicht gemacht. Also das ist ein, ja, das hätte man auch rein kopieren können, von irgendwo, hätte man basteln können, was ich zu Hause. Ne? Sieht ja eher aus wie von einer Schreibmaschine geschrieben. Ja, also, ja, und ein Amtssiegel gibt es überhaupt keinen da drauf. Mit sowas kommen die daher. Ist ja wohl ein Witz, gell? Das wird noch eine internationale Folge haben. Das müssen wir den Holländern auch mal mit erklären. Das muss eine Regierungsebene Geschichte werden, europäische Sache, ist ja logisch, kommt sowieso in die internationalen Schlagzeilen, ist doch klar. Also das ist die zweite Seite des sogenannten Durchsuchungsbefehls. Also eine Kopie eines Faxes mit falscher Adresse, falschen Behauptungen, ohne rechtsgültigen Unterschriften. Oder die da vor Ort waren, haben gesagt, das ist eh Müll, wir machen eh, was wir wollen. Dann wäre das natürlich
Ja, da machen die Exekutive, macht da ihre eigenen Gesetzchen oder was? Keine Ahnung. Also da ist also schon, der Wilde Westen ist da vielleicht schon ein milder Ausdruck dagegen, was da abläuft, da in der Nähe von Koblenz, in Rheinland-Pfalz. Was ist denn das für ein Land? Hör mal. Ist das überhaupt ein Land? Okay, also Frau Benita Marker, übrigens Benita, der Vorname, den haben wir recherchiert. Ja, hätte sie auch draufschreiben können. Wir recherchieren das, finden das raus. Benita, wir finden das raus. Soll? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte vielleicht sogar sein, dass sie im selben Ort wohnt wie Harald Kruse, weiß ich gar nicht, Urmitz oder sowas, in den Rheindörfern. Na gut, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich sag's nur so, nebenbei. Ne? Also Frau Benita Marker selbst sieht einen schweren Eingriff in die Grundrechte durch diese Maßnahme, das sagt sie ja, na? Rechtfertigt diese hier etwas linkisch, oder? Aber das Dokument entbehrt ja jeglicher Rechtsgrundlage. Daher hat sie und haben die Verantwortlichen der Staatsanwaltschaft in Anführungszeichen Koblenz und die Personen in der Durchsuchungsmaßnahme vor Ort hier unseres Erachtens einen schweren Fall von Rechtsbeugung, Straftaten gegen die Eigentümer des Hauses begangen, die sicherlich noch ein heftiges Nachspiel haben sollten. Ja, und für alle, die jetzt vielleicht erst später eingeschaltet haben, wir sind hier im United Strike Radio Marathon am 11. Januar 2014. Ne? Unser erster Radiomarathon im neuen Jahr. Und wir haben heute eine Sondersendung, wo wir speziell auf das Thema eingehen, Staatsanwaltschaft Koblenz, Rheinland-Pfalz im Visier wegen vermuteter Rechtsbeugung im Rahmen unserer Sendung mit dem Titel Rechtsbeugung und Willkür als letzter Versuch, das System zu retten. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch das ansehen, während ich das hier also vorlese, könnt ihr und erläutere, könnt ihr also selber da mitlesen und euch vor allen Dingen die Dokumente live ansehen, wenn ihr den entsprechenden Link klickt, der ist zu finden auf der Seite wakeness.net, Wakeness Radio, gell? Mit Rechtsklick kann man da auf das Bildchen klicken und ist man gleich auf der Seite. Oder man kann auch natürlich im Artikel der heutigen Sendung auch den Link finden dazu. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter in der Analyse, was da also von uns gefunden wurde. Ja, also so. Einer hat gesagt, Journalisten sind wie Nachrichtenoffiziere. Die müssen alles Mögliche recherchieren, müssen nachgucken, was da eigentlich wirklich läuft, hinter die Kulissen schauen, recherchieren eben und kommen dann auf unheimliche Geschichten, oder? Naja, okay, aber hier, wir machen den großen Unterschied zwischen solchen, die im Nachrichtendiensten tätig sind oder Geheimdiensten. Wir veröffentlichen das alles, damit die Öffentlichkeit ein bisschen mitkriegt, was eigentlich wirklich gespielt wird. Okay. Ja, es geht dann weiter mit dem zweiten Papierchen. Denn auf dem zweiten Papier, genannt in Anführungszeichen Haftbefehl, wieder nur eine Faxkopie, die Kopie eines Faxes, fehlt die Unterschrift von Benita Marker vollständig. Lediglich eine Justiz Hauptsekretärin in Anführungszeichen, das sind ja überhaupt die mächtigsten in diesen BRID-Institutionen, hat hier eine Paraffe, so ein Kriegsel, so, ja, so ganz, kann jeder machen, die von jeder Mann oder jeder Frau stammen könnte, ausgefertigt, in Anführungszeichen, ausgefertigt ist eine Kopie eines Entwurfs, ne? Okay, und steht nicht mal dabei, welche Hauptsekretärin, vielleicht haben sie nur eine,
eine Justizhauptsekretärin, aber dann sollte man vielleicht den Namen erfahren können, oder wer das vielleicht da gewesen ist. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Auf jeden Fall wird ja noch eine Riesengeschichte, ne? Da gehen wir jetzt an nächster Stufe dann an diese ganzen Verantwortlichen, die noch da drüber sitzen auch. Kommen wir ja gleich dazu. Das wird noch eine europäische, weltweite Sache, Leutchen. Ja, doch werdet ihr nur freuen, dass ihr das angefangen habt. Aber die geben uns ja immer die Steilvorlagen, damit wir dann da mal so ein bisschen reinstochen können und mal gucken können, was da überhaupt alles läuft. Ne? Und das ist übrigens nicht nur eine Sache hier von der BRID, weil Holland ist hier mit drin. Ne? Ich habe ja schon gesagt, in meiner Sache ist hier die Schweiz mit drin. Die werden sich da auch nicht rausmogeln können. Apropos Schweiz, ich lenke gerade mal eben ab, weil ich das vergesse. hier habe ich zum Beispiel gerade einen Artikel hier in so einem Blatt, was immer hier umsonst verteilt wird. Wie heißt das Ding? Vergesse mal den Namen, aber ist ja auch wurscht. Unfall von Gaddafis Diener. Ich halte das hier mal so ungefähr rein. Man kann es eh nicht lesen, aber damit ihr wisst, dass ich es vorlese, ja. Unfall von Gaddafis Diener. Schweiz droht Millionenklage. Nicht nur diese, gell? der Dienstbote der Schweizer Botschaft in Washington versuchte einen tödlichen Verkehrsunfall, verursachte einen tödlichen Kerl. Die Schweiz fordert Abweisung der Schadensersatzklage, der Mann genieße Immunität. Also was da alles noch rauskommt, falsche Flaggengeschichtchen und die haben wir Dreck am Stecken, noch und nöcher. Und das andere hier, aber damit ich es nicht vergesse, ne? Wieder Tadel aus Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert die Schweiz für die geplante Wegweisung eines sudanesischen Asylbewerbers. Die Richter in Straßburg klopfen der Schweiz öfter auf die Finger, ja, demnächst noch mehr, gell? Da kommen meine Sachen dann und andere Sachen auch noch rein, die also hier mit der Schweiz zu tun haben. Also hier ist es auch, steht es auch mit drin. Okay, ich behalte mir das noch hier, weil ich dann später nochmal was anderes vorlesen wollte. Okay, ich lese das nicht alles im Detail vor, aber nur, dass ihr wisst, dass da so eine Menge läuft. Ich wäre schon ein bisschen unruhig, da, wenn ich da an diesen verantwortlichen Stellen sein würde. Aber gut. Ja, denn also auf diesem genannten Haftbefehlspapierchen von der Frau Benita Marker. Hallo Benita Marker, da hast du dir was geleistet, du. Aber hier die Justizhauptsekretärin noch mehr, die hat nur gekrakelt. Weiß man nicht, wer das ist. Ja, das ist also ein kompletter Reinfall. Das ist kein amtliches Dokument. Das Siegel ist auch gebrochen. Die haben ja sogar so ein Siegel da drauf. Aber es ist nur eine Kopie, Leute. Das ist kein Original. Das ist eine kopierte von irgendwoher. Weiß nicht, ob das einer gerade mal so irgendwo mitgenommen hat oder so. Das ist auf einem mit Dienstsiegel bezeichneten Feld aufgedrückt worden, so möglicherweise, wie gesagt, alles in Kopie. Und sowas wurde dem Herrn Karl Mayer, unserem Mitglied bei Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, dem sogenannten Täter, unter die Nase gehalten. Ja, keiner der bewaffneten in Zivil erschienenen Kripo, in Anführungszeichen Anwesenden, konnte einen Amtsausweis vorlegen. Ein mitgebrachter Herr Peter Kugel von der Verbandsgemeinde Treis-Karden wurde zusätzlich als Zeuge, in Anführungszeichen, mitgeführt. Anwesende, namentlich bekannte Beamte in Anführungszeichen, konnten sich ja nicht ausweisen bis jetzt, ne? Den schicken wir aber auch noch eine Anfrage zu, waren ein Herr Heimes und ein Herr Henning. Die Namen der anderen Personen liegen bis dato noch nicht vor, kriegen wir aber auch noch raus. Kriegen alle ein Auskunftsbegehren in konkludenter Vereinbarungsform, aber man sieht hier jetzt nochmal die Unterschriften Seite dann da von dem Dokument, da kann man das dann also lesen. Oben ist ja rot eingekringelt, das Zeichen, dass das also irgendwo mit dem Fax geschickt wurde. Dann eben, wie gesagt, ist GEZ Marker, Richterin am Amtsgericht, da drauf geschrieben, aber fehlt die Unterschrift. Ja,
hoppala, hast du was vergessen da, ne? Und dann eben, wie gesagt, die Krackelparaffe, Aussteller unbekannt von einer wichtigen Person, die offenbar als einzige da fähig ist, die wenigstens irgendwas aufs Papier zu bringen. Da kann man aber nicht lesen, wer das ist. Die sogenannte Justizhauptsekretärin als Urkunstbeamtin. Also müssen wir die auch nochmal anschreiben. Die soll sich bitte mal ausweisen, ob sie das darf, ne, die Befähigung dazu hat. Ob sie Beamtin ist, ne, eine Justizhauptsekretärin. Meistens sind das die Angestellte. Wieso ist das eine Beamtin? Na gut, okay, vielleicht, kann ja sein. Fragen wir sie mal. Und der Geschäftsstelle des Amtsgerichts. Ne, der Amtsgericht, Geschäftsstelle? Ah, Geschäft, machen Sie da Geschäfte oder was? Okay, und dann, wie gesagt, das Siegelchen, und das ist natürlich gebrochen. Wenn du das auf irgendwas draufklammerst, dann ist das schon ziemlich bescheuert. Ne? Man macht ein Siegel ordentlich auf ein Dokument. Müsst ihr mal gucken, wie das die Notare, wenn sie ordentlich arbeiten, machen. Das wird fein säuberlich so aufgerückt, dass man es lesen kann und dass es nicht gebrochen ist. Also nicht durch nichts irgendwie durchgestrichen, durch nichts drauf und was weiß ich. Ja, das war also der sogenannte Haftbefehl des Einsatzes vom 17.12.2013. Ne? Und ich lege jedem nahe, der also häufiger mal so oder auch mal sowas erlebt, sich das hier dann mal anzuschauen und mal zu überprüfen, ist das bei denen auch so? Dann müsste da irgendwas faul sein. Ne? Und sofort reagieren, sofort was unternehmen, sich nichts, aber auch wirklich gar nichts gefallen lassen. Ja, so ein starkes Stück. Nicht nur die Papiere sind ungesetzlich ausgefüllt, lagen nicht im Original vor, wie es vorgeschrieben ist übrigens. Keiner der Personen konnte sich als Beamter mit hoheitlicher Funktion ausweisen. Es wurde kein Kontakt zu einem Rechtsvertreter ermöglicht. Es wurde ein Wohnhaus durchsucht, das weder Wohnsitz noch Wohnraum von Karl Mayer war, sondern den Eltern und dem Bruder gehörten. Es wurden Räumlichkeiten und Behältnisse und Schränke und so weiter untersucht, die nicht vom Beschuldigten in Anführungszeichen verwendet wurden. Also fremdes Eigentum, fremde Räumlichkeiten darstellten, von nicht autorisierten fremden Leuten ein Affront in Bezug auf Grund- und Menschenrechte, wie er nur aus Diktaturen bekannt ist oder aus dunklen Zeiten deutscher Vergangenheit. Frau Benita Marker, Richterin am Amtsgericht, wahrscheinlich Koblenz, eine Dreiviertelstelle, habe ich irgendwo gelesen, soll sie da haben. Herr Harald Kruse, als verantwortlicher Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, haben hier wohl voll ins Rechtsbeugungsfettnäpfchen gegriffen und dürften an dieser Aktion wohl wenig Freude haben, wenn jetzt diese ganze Sache aufgerollt wird. Gerade Herr Harald Kruse, ein Jahrzehnte gedienter Systemjurist aus Rheinland-Pfalz, hätte doch das ordentlich vorbereiten und durchführen können. Oder er diente anscheinend lange als Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Die hängen ja alle zusammen da. war im Justizministerium Rheinland-Pfalz tätig und übernahm erst vor kurzem die Stelle als Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, sozusagen als mächtigster Mann in Koblenz. Mit 70 Staatsanwälten und 170 Angestellten. Da müsst ihr eigentlich wissen, wie es geht, oder? Ja, und das habe ich entnommen hier aus einer Veröffentlichung der Matrix Medien. Erschien hier bei der Rheinzeitung in Koblenz vom 27.10.2012. Kann man sich da anschauen. Ich habe nur so ein paar Sachen mal rausgekringelt, ne, mit so roten kleinen Kringelchen. Genannt Systemkarussell in der Firma Rheinland-Pfalz. Die schieben ja die Leutchen immer so von einer Ecke zur anderen, damit das Netzwerk schön ordentlich zusammen ist, gell? Damit sie, ja, den kleinen Dienstverkehr einfach anrufen, niederschlagen, ne? Oder hier, komm,
so könnte es sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das so ist, aber ja, habe schon mal Leute gehört, die das erzählt haben, dass es so zugeht. Ja, da fragt man sich, braucht es eigentlich solche mächtigen Menschen, ja, in so einer freien, zivilisierten Demokratie? Er will die Macht seiner Behörde, so schreibt er da, zum Wohle aller einsetzen. Fragt sich nur, wer aller ist. Haben wir noch nicht gefunden, wer das ist. Und dann sagt er, er zitiert sogar in seiner Antrittsrede das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jo, da nageln wir jetzt drauf fest, gell? Deswegen wird das teuer für ihn, ne? Okay, könnt ihr nachlesen. Nun, ob wir wirklich so Mächtige brauchen, sagte ich eben schon, also die also Gewalt über andere ausüben, wie es ihnen gefällt. Das erinnert wiederum nur an dunkle Epochen. Man erinnert sich an den großherrlichen Staatsanwalt aus dem Film Monte Cristo. Das hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gesehen. Ne? Der einen Unschuldigen jahrzehntelang in ein Verlies gesperrt hatte. Oder denken wir an die Justiz des Dritten Reiches, die mit Willkür und Rechtsbeugung arbeitete, um Menschen verschwinden zu lassen. Ja. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich mal den Film von Monte Cristo an. Alexandre Dumas hatte einen tollen Roman geschrieben. Und man denkt manchmal, es war vielleicht ein vorausschauender Mensch, der, oder vielleicht war es immer schon so. Ne? Okay, aber wir wollen das eigentlich hier nicht mehr, oder? So, lieber ist es uns nämlich, wir haben eine funktionierende Gewaltenteilung. Mit der Sicherheit, dass wir Menschen, die Menschen in Rheinland-Pfalz, Vertrauen in die demokratisch-rechtsstaatlichen Prinzipien eines souveränen Staates haben können. Und wo das Volk, das heißt wir alle, diese Mächtigen kontrollieren können, damit nicht wieder so etwas geschieht wie in der dunklen Vergangenheit der deutschen Geschichte. Ja, da nun Karl Mayer aber seit dem 17.12.2013 im Verlies der Justizvollzugsanstalt Koblenz einsitzt, ohne Besuchskontakt zu seiner Familie, Freunden und wir von der Vereinigung für Ungerechtigkeiten erst am 6.1., also Montag dieser Woche, davon erfuhren, haben wir natürlich sofort gehandelt. Als erstes wurden Auskunftsbegehren in konkludenter Vereinbarungsform an die Herrschaften Harald Kruse, Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Koblenz, sowie Frau Andrea Kästner, Anstaltsleiterin der Justizvollzugsanstalt in Koblenz, das ist da, wo das Verlies ist, ne? Haben wir auch so ein paar Bildchen da eingebaut, ne? Wie das da aussieht. Sowie dem Herrn Peter Kugel, Verbandsgemeinde Treis-Garden geschickt, in denen nach der Amtlichkeit, Legitimität und den Nachweisen der Staatlichkeit gefragt wurde, siehe Dokumente. Kann man sich dann gleich anschauen. Ja, in diesen haben wir den Personen 72 Stunden zuzüglich 2 Tagen Postlaufzeit eingeräumt, um sich entsprechend zu deklarieren, sowie im Namen von Karl Mayer die ganze Aktion und die Beschuldigungen zurückgewiesen bis zur Vorlage der entsprechenden Dokumente. Die Zeit dafür lief am heutigen Tag, Sonnabend, den 11.01.2014, beziehungsweise in einem Fall jetzt am kommenden Montag, den 13.01.2014 ab. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ja, und da habe ich den Link hier gegeben zu den Auskunftsbegehren, damit man sich das mal anschauen kann. Wenn man das aufklickt, dann kommt man zu dem Link. Da habe ich da mal ein Beispiel reingeschrieben. Die anderen lauten nahezu identisch. Das ist das Auskunftsbegehren an Herrn Harald Kruse, Oberstaatsanwalt in Koblenz, zu finden bei mir unter wakeness.net. Auskunftsbegehren, Leertaste Koblenz.
Der Name des Mitglieds ist hier aus Datenschutzgründen herausgenommen worden. Da steht dann dran an Herrn Harald Kruse, Firma Staatsanwaltschaft Koblenz, Deinhardt, Passage 1 in D-56068 Koblenz, per Fax. Festnahme, Hausdurchsuchung, Inhaftierung unseres Mitglieds mit dem Namen, Adresse, unser Zeichen VGU, Staatsanw, Kobel, Harald Kruse, 2014-0106, bitte immer bei Schriftverkehr angeben, Zurückweisung, Kosten- oder Auskunftsbegehren, konkludente Vereinbarung, sofortige Freilassung unseres Mitglieds. Sehr geehrter Harald Kruse, nach uns heute vorliegenden Informationen wurden offenbar durch Ihre Unternehmung auf Ihre Veranlassung bzw. Veranlassung Ihrer Mitarbeiter Grund- und Menschenrechte unseres Mitglieds erheblich verletzt. Entschuldigung. Unter den uns bislang bekannten Fakten haben der Name des Opfers und wir das als Geschäftsangebot in Anführungszeichen erkannt. Diese können wir hiermit nur unter folgenden Voraussetzungen annehmen. Erstens, Sie erbringen uns Ihre amtliche Legitimation. Sie weisen darin in notariell beglaubigter Form nach, wofür, wie, wodurch, von wem Sie Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben. Gleichzeitig weisen Sie in notarieller Form nach, auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind. Zweitens, Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland. Drittens, Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Landes Rheinland-Pfalz. Viertens, Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Amtsgerichts Koblenz und der Staatsanwaltschaft Koblenz. Fünftens, Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde der involvierten Polizeidirektionen, Reviere, Posten sowie die amtliche Legitimation der involvierten 6 bis 8 oder wie viel zivilen Bewaffneten gemäß Punkt 1. Sechstens, Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde der JVA Koblenz. Ein solches Geschäftsangebot, in Anführungszeichen, können wir also erst bestätigen, wenn Sie unserem Auskunftsbegehren formgerecht entsprochen haben. Hiermit weist Herr, ja, unser Mitglied, diese vollumfänglich zurück. Ferner behalten wir uns vor, bei Nichtvorlage der geforderten Unterlagen und der rechtlichen Grundlagen, Strafantrag, Strafanzeige, Strafverfolgung wegen Rechtsbeugung, Nötigung und Erpressung beim Internationalen Strafgericht gegen Sie einzureichen, unabhängig von meiner oder unserer Zurückweisung und den erheblichen inhaltlichen formalen Fehlern Ihres Angebots, die noch separat behandelt werden. Ich habe ja einige schon vorgelesen vorhin. Wir geben Ihnen hiermit Gelegenheit, dies innerhalb einer angemessenen Frist von 72 Stunden ab Faxeingang zuzüglich 2 Tagen Postlaufzeit unter Eid und unter unbeschränkter Haftung zu erbringen. Sollte dies nicht erfolgen, gehen wir davon aus, dass Sie selbst privat und vertragsrechtlich und Ihre Firma oder Sie etc. nach Firmen- und Vertragsrecht als Unternehmen, in Klammern Handelsrecht UCC, Uniform Commercial Code, HGB, handeln und arbeiten und für solche im Auftrag handeln, da Sie oder übergeordnete Entitäten im internationalen Verzeichnis als solche und damit gewerblich gelistet sind. Kommen wir gleich noch dazu. Nutzen Sie diese Frist nicht, Herr Harald Kruse, bringen Sie nicht die geforderten Beweise und widerlegen letztere Tatsachen, Annahmen nicht rechtskräftig und oder unvollständig oder nicht in dieser Frist, gilt dies sowohl als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu oben genannten Tatsachen und Annahmen mit allen daraus folgenden Konsequenzen. Ich lese jetzt dieses Ding noch vor und dann gehen wir kurz in die Pause. Als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu einem privaten kommerziellen Pfandrecht in Höhe von jeweils, also wir und er, 5,5 Millionen Euro unsererseits Ihnen persönlich gegenüber, Haftung nach § 823 BGB, als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Publikation dieser Notiz von einem von mir frei wählbaren internationalen Schuldnerverzeichnis und zur Publikation in den freien Medien, was wir jetzt gerade machen, als Ihren unwiderruflichen und absoluten Verzicht auf jegliche rechtliche oder anderweitige Mittel. Sollten Sie, Herr Harald Kruse, den vorstehend genannten Betrag von 5,5 Millionen Euro nicht auf einmal zahlen können, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit mir wegen der Vereinbarung einer Ratzahlung in Verbindung. Hierdurch entstehen weitere Kosten. Sie sind, Herr Harald Kruse, für allen Schaden, welchen Sie dadurch verursachen, gemäß Handelsrecht HGB und BGB, privat und persönlich haftend und verantwortlich. Bei jeder zukünftigen Verletzung der Grund- und Menschenrechte gegen unser Mitglied und seine Bevollmächtigten treten Sie und jeder Ihrer Mitarbeiter in beigefügte konkludente Vereinbarung ein und erklären sich damit einverstanden, uns für jede Verletzung dieser Grund- und Menschenrechte jeweils mit unwiderruflicher und absoluter Zustimmung zu einem privaten kommerziellen Pfandrecht in Höhe von 10 Millionen Euro zu zahlen. Herr, unser Mitglied,
ist ohne Vorlage rechtsgültiger Nachweise und Auskünfte gemäß oben angeführter Punkte 1 bis 6 mit sofortiger Wirkung freizulassen. Jeder weitere Tag mit Freiheitsentzug durch Sie, / Ihre Mitarbeiter, / Kollaborateure, wird jedem Involvierten zusätzlich mit 1.000.000 € unter oben angeführter Grundbedingung in Rechnung gestellt. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese heutige Schreiben, die hier angekündigte Stellungnahme, genau wie alle übrigen Aufwendungen unsererseits, welche Sie durch Ihre unrechtmäßigen Vorgehensweise uns gegenüber ohne gültige Rechtsgrundlagen verursachen, für Sie kostenpflichtig ist. Hierzu finden Sie in der Anlage unsere heutige Kostennote. Damit Ihr Unternehmen, Ihre Person von uns bereits Rechnungen, offene Forderungen vorliegen haben und die Höhe dieser Forderungen gegen Sie bereits eine kritische Höhe erreicht haben, bitte ich Sie, mir gleichfalls mit gleicher Frist jetzt so eine Vermögensübersicht zuzustellen, die genügend Auskunft über Ihre Zahlungsfähigkeit beinhaltet. Die Anlage, wir behalten uns vor, ebenso eine Schufa-Auskunft einzuholen. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Mit freundlichen Grüßen. Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, dann unterzeichnet vom Vertreter oder Bevollmächtigten. Die Anlagen sind, dann steht da noch drunter, für das Mitglied von der Familie von. Ja. Anlagen sind also die Kostennote an Harald Kruse, dann die Kostentabelle der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten für Januar 2014, das ändert sich, alles wird teurer. Kostentabelle des Mitglieds, der hat seine eigenen, vom Januar 2014, Vereinbarung Grund- und Menschenrechte des Mitglieds vom Januar 2014, wo das mit den 10 Millionen drin steht, wo alles aufgeführt ist. Vermögensübersicht, das ist ein Formularblatt, das jeweils ausgefüllt und unterschrieben zurückgesandt werden soll. Und dann dazu noch das Amtswalter-Merkblatt, das sind 21 Seiten im Moment, die also genau aufführen, welche Rechte, Gesetze und so weiter überhaupt nicht mehr in der BRID gelten. Also haben wir nicht nur gefordert, wir haben auch geliefert. Und deswegen ist das immer auch alles teuer, ne? Okay, ja, jetzt gehen wir mal eine kurze Pause, damit wir uns ein wenig erholen können von diesem Schrecken, oder? Vor allen Dingen die Systemlinge, die uns hier zuhören. Und wir hören von Max Eigen, Hand of the Common Man, die Hand des normalen Menschen wie du und ich. Bis gleich, ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
UIC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ja, es ist wieder zurück hier nach dieser kleinen Erholungspause, ne, für uns alle. Rauchte Kopf oder was? Rauchte Colt schon? Keine Ahnung. Ja, okay, wir sind hier in der zweiten Stunde der heutigen Sendung. United Strike Radio Marathon Sondersendung ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV, am 11. Januar 2014. Ihr wisst, immer am zweiten Samstag eines Monats haben wir unsere Sondersendung von United Strike Radio Marathon quasi, der rund um die Uhr geht quasi. Naja, gut, also ein bisschen die Morgenstunden vom Sonntag, sagen wir mal so. Okay, aber auf jeden Fall rund um die Welt. Nach den verschiedenen Zeitzonen gestaffelt. Ja, wir haben ein interessantes Thema heute, nämlich insgesamt für meinen Bereich, meinen Teil heißt das Perversion of Justice and Despotism in order to keep the system going. Ist das so neudeutsch, also Englisch. Und auf deutsch übersetzt heißt es in etwa Rechtsbeugung und Willkür als letzter Versuch, das System in Anführungszeichen zu retten. Ja, man kann dieses Thema hier immer hören bei, also sehen, also hören bei mir, ne? Aber lesen und schreiben, schreiben tue ich das immer auf meinem Blog, ne? mywakeness.wordpress.com unter dem entsprechenden Titel der heutigen Sendung. Ja, und wir sind eingestiegen hier in das erste Thema, nämlich die Staatsanwalt Koblenz, Rheinland-Pfalz im Visier wegen vermuteter Rechtsbeugung. Ja, da habe ich schon eine ganze Menge berichtet und vorgetragen, was wir da herausgefunden haben. Und natürlich auch, was wir über die Sache bislang wissen. Ja, das kann man sich dann gerne in der Aufzeichnung nochmal anhören. Die wird aber erst wahrscheinlich so ab morgen zur Verfügung sein. Wir spielen das dann ein, auch immer als ständiges Archiv auf den Sendern UWS Radio und ICN Radio Network, sodass man das also bis zum nächsten Marathon immer wieder hören kann oder auch dann später bei YouTube. Ne? Ja, und wir haben hier natürlich auch eine klasse Musik gehört hier von Max Eigen. Danke immer allen, die also uns ihre Musik hier zur Verfügung stellen. Wenn hier also Musiker, Bands und so weiter zuhören, können wir immer gerne eure Musik mal reinsenden unter radio@wakeness.net. Auch hier unsere Zuhörer und Mitmacher eigentlich, Unternehmer, sollten hier also auch dann immer ihre Ansichten gerne Fragen, Kommentare reinsenden unter radio@wakeness.net. Und ich bekam hier gerade einen: Hey, Detlef, gibt es dies zuletzt von dir vorgelesene Schriftstück zum Download? Ich würde das gerne mal haben wollen. Ja, das gibt es. Auf dem Artikel findet man den Link dazu. Im Moment habe ich es noch nicht als PDF-Download zur Verfügung, aber immerhin schon mal als Bild zum Lesen, weil ich da einfach noch nicht dazu gekommen bin, alles zu machen. Also es wird immer Stück für Stück dann ergänzt. Keine Frage. So, okay. Ja, ich wollte jetzt mal weitermachen. Parallel. Nee, umgekehrt. Also zuletzt hatte ich das Auskunftsbegehren verlesen an diese Herrschaften, damit die sich erstmal also ausweisen, ob sie das überhaupt machen dürfen, was sie getan haben. Ja, und bei Nichtvorlage der geforderten Unterlagen, der Termin war eigentlich heute, ich habe noch nichts bekommen, aber ich lasse das noch offen, ich gucke dann Montag nochmal nach in der Post. Bei Nichtvorlage der geforderten Unterlagen haben sich also diese Herrschaften als nicht amtlich, nicht berechtigt, also als rechtsbeugend selbst deklariert. Parallel wurden nämlich über Wake News entsprechende Presseanfragen gestellt, die hier aufgeführt sind. Da gibt es also einen Link dazu, den kann man sich aufklicken und da sieht man den gesamten E-Mail-Verkehr, den ich hatte. Ich habe gleich am 7. Januar, Dienstag, nachdem wir also dann da die Auskunftsbegehren über die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten bereits gefaxt hatten, also einen Tag danach, nochmal direkt an die Staatsanwaltschaft Koblenz, an deren Pressestelle geschrieben, hab denen geschrieben: Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten über die Inhaftierung von Herrn, ne, unserem Mitglied, berichten und erbitten dazu nähere Angaben. Erstens, was wird ihm vorgeworfen? Da wussten wir das noch nicht. Zweitens, wer ist der zuständige Richter an Ihrem Amtsgericht, der die Inhaftierung angeordnet hat? Drittens, offenbar wurde ihm bei der Festnahme jeglicher Kontakt zu einem Anwalt-Rechtsvertreter vorenthalten. Warum ist das so? Wer gab dazu die Anweisungen? Viertens, er wurde offenbar bei der Festnahme gefesselt, obwohl keinerlei Gefahr von ihm ausging. Ist das eine übliche Vorgehensweise und
Wie wurde dies begründet? 50 Unterlagen der Festnahme, das heißt Haft- und Durchsuchungsbefehle, sollen schlechte Kopien ohne Unterschriften gewesen sein. Können Sie das bestätigen? Und wenn, warum ist das in diesem Fall so gemacht worden? Zu dem Zeitpunkt lagen uns auch noch nicht diese Dokumente vor. Sechstens, die, da hatten wir es nur geschildert bekommen, die circa 8 in zivil gekleideten Personen, die ihn am Hause seiner Eltern am 17.12.2013 überfallartig heimsuchten, konnten sich nicht amtlich ausweisen. Eine Person davon soll von der Verbandsgemeinde Dreiskirchen, habe ich damals geschrieben, aber Dreiskaden heißt es wohl, gewesen sein. Auch dieser konnte sich nicht amtlich ausweisen. Der Grund seiner Anwesenheit ohne entsprechende Genehmigung erschließt sich uns hier nicht. Können Sie uns angeben, welche Bewandtnis diese Aktion hatte? Siebtens, warum befindet sich unser Mitglied immer noch in Haft, ohne irgendein rechtsgültiges Urteil? Für die rasche Beantwortung bis zu unserer Sondersendung am 11.01. via E-Mail danke ich Ihnen schon jetzt. Und ich bekam auch umgehend eine Antwort noch am selben Tage bezüglich Presseanfrage. Sehr geehrter Herr Hegler, sehr geehrte Damen und Herren, vor Beantwortung Ihrer Anfrage bitte ich Sie, mir Ihre journalistische Legitimation durch Übersendung einer Kopie Ihres Presseausweises nachzuweisen. Das war die Antwort. Jetzt im Auftrag Herr Wissen, Oberstaatsanwalt in der Staatsanwaltschaft Koblenz, Deinhardt-Passage, bla bla und so weiter. So, dann habe ich ihm geschrieben, geantwortet am selben Tage natürlich, beziehungsweise am nächsten Tag, glaube ich. Warte, wann habe ich ihm geschrieben? Schauen wir nochmal. Achso, nee, am gleichen Tag. An die Medienstelle der Staatsanwaltschaft Koblenz. Sehr geehrter Herr Wissen, vielen Dank für Ihre Anfrage. Hier finden Sie immer die entsprechenden Informationen. Da habe ich den Link zum Impressum bei mir auf der Seite awakenings.net gegeben. Da steht nämlich alles drin, habe ich alles draufgeführt. Es steht Ihnen frei, sich auch direkt bei GNS Press zu erkundigen, mit freundlichen Grüßen. Und dann kriegt ihr am nächsten Tag eine Antwort. Da sagt der sehr geehrte Herr, zu Namen und persönlichen Daten von Verfahrensbeteiligten äußern wir uns aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes grundsätzlich nicht. Soweit Ihre Bitte um Auskunft sich auf ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen gewerbmäßigen Handels mit Betäubungsmittel bla 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 bla, darf ich Sie auf unsere Medienmitteilung vom 23.12.2013 hinweisen. Diese finden Sie auf der Homepage der Justiz Rheinland-Pfalz bla bla unter Rubrik Aktuelles. So, und dann schreibt er unten noch, und das habe ich dann ja auch gefunden und verlinkt hier oben auch in dem Artikel, den man sich selber aufrufen kann. Da steht dann das Detail drin, das spare ich mir jetzt hier, weil es ja nicht um den Vorwurf im Moment geht, das ist auch gar nicht unsere Frage gewesen, sondern um die Umstände der Festnahme und die Rechtmäßigkeit und die Ausweisung als Beamte und was weiß ich geht. Aber was noch interessant ist, das war für uns deshalb interessant, weil wir da gleich noch drauf kommen, Grundlage der Untersuchungshaftbefehle des zuständigen Amtsgerichts des Ermittlungsrichters in Koblenz gemäß Paragraphen 112 und 114 StPO Strafprozessordnung. Weitere Auskünfte werden im Hinblick auf die sachgemäße Durchführung des Ermittlungsverfahrens sowie überwiegender öffentlicher und schutzwürdiger privater Interessen der Betroffenen nicht erteilt. Und dann verweist er aufs Landesmediengesetz Rheinland-Pfalz. Und dann habe ich ihm geschrieben, vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung, es war so klasse, die haben sich sofort gemeldet. Gerade der juristische Aspekt Ihrer Tätigkeit interessiert uns hier besonders. In dem von Ihnen zitierten Medienbericht wird von einer erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit, Zitat, nach monatelangen intensiven Ermittlungen der Kriminalinspektionen Wittlich und Mayen wurde im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Roermond und der Polizei Venlo in den Niederlanden gesprochen. Erstens, auf welcher rechtlichen Grundlage ist diese Zusammenarbeit abgelaufen? Zweitens, gibt es hier eine Gesetzesgrundlage, auf der dies geschehen ist? Und wenn, können Sie uns diese benennen? Der nächste uns interessierende Punkt ist die zitierte Gesetzesgrundlage, Paragraphen 112, 114 StPO. Wir haben hier recherchiert und können feststellen, in den Rechtsnormen GVG, ZPO und StPO im Großen wurde der räumliche Geltungsbereich aufgehoben, ist weggefallen. Siehe Bundesgesetzblatt 1, Nummer 18, Seite 866 folgende vom 19.04.2006. Und zusätzlich verstoßen diese gegen das Zitiergebot, womit GVG, ZPO und STPO sozusagen doppelt ungültig respektive nichtig sind. Ohne Angabe seines räumlichen Geltungsbereichs,
gemäß Bundesverfassungsgericht 2 BVF 1-73 B Römisch 3 1 vom 31. Juli 1973, Paragraph 31 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichts. Irgendwas könnt ihr nachschauen. Also ich lese das jetzt nicht alles vor. Was unter dem räumlichen Geltungsbereich für ein Gesetz der BRD territorial im Sinne heutiger Verhältnisse angepasst, versteht sich zu verstehen ist. Verstößt ein Gesetz jedoch gegen den grundsätzlichen Anspruch auf Rechtssicherheit und Bestimmtheit und ist dadurch ungültig und nichtig. Faktisch wäre demnach die Anwendung der StPO rechtsungültig, weil nichtig und somit könnte ihre gesamte Aktion ebenfalls rechtswidrig gewesen sein, unabhängig von den uns vorliegenden Verletzungen von Grund- und Menschenrechten gegenüber zumindest den uns bekannten und genannten Menschen. Drittens haben Sie da eine entsprechende Stellungnahme für unsere deutschen und internationalen Hörer, Zuschauer, Leser, Nutzer. Viertens, ebenso würde uns interessieren, ob die Staatsanwaltschaft Roermond und die Polizei Venlo in den Niederlanden von diesen rechtlichen Umständen Kenntnis hatten oder haben. Wenn man in der Bundesrepublik Deutschland als Beamter oder Mitarbeiter einer Behörde Kenntnis erlangt, ist Anordnung vom Vorgesetzten oder Befehle dieser gegen geltendes Recht, nicht die Interpretation dessen, verstoßen, dann gibt es aus gutem Grund der unrühmlichen Vergangenheit in Deutschland zu Zeiten des Dritten Reiches das sogenannte Remonstrationsrecht. Das heißt, Zitat, aus den Vorschriften des Beamtenrechts folgt die Pflicht des Amtswalters, rechtmäßig zu handeln und somit auch die Pflicht des Amtswalters, seine Handlungen im Rahmen seiner amtswalterischen Aktivitäten auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen. Da sind die Rechtsverweise drauf. Die Remonstrationspflicht ist im Amtswalteralter ein nur selten genutztes Recht, da ein Remonstrant häufig befürchtet als Querulant. Oft werden seitens direkter Vorgesetzter oder höherer Stellen oder Personen beispielsweise Betreuungsverfahren inszeniert, gegen die Leute, die remonstrieren, die dann penetrant an die berüchtigten Querulantenprozesse der NS-Zeit erinnern, wobei übrigens auch sich gegenüber dem recht extremen renitenten Amtswaltern erwehrende Opfer regelmäßig vor NS-zeitähnlichen Terror oft nicht verschont bleiben, abgestempelt zu werden. Trotzdem oder gerade deshalb wird die Remonstration in neuen Beiträgen zur Verwaltungsethik sowie zum Whistleblowing, das heißt Aufdeckung von Skandalen und Verbrechen, zunehmend thematisiert. Der Amtswalter kann sich daher durch die Remonstration vor Disziplinarverfahren schützen, wenn zum Beispiel später die Rechtswidrigkeit einer Anordnung oder Vorschrift festgestellt wird. Gleiches gilt für den Schutz vor Schadensersatzforderungen nach § 839 und 823 BGB, so wie wir das ja immer formulieren, Artikel 25 und 34 Grundgesetz im Verlauf mit § 5 V Verwaltungsstrafgesetzbuch. Wobei bei fortgesetzter willentlicher vorsätzlicher Missachtung der Pflichten des Amtswalters der Amtswalter nicht behaupten kann, er habe nur seine Arbeit getan und von nichts gewusst. Na, Nürnberger Prozesse. Fünftens wurde von irgendjemand aus ihrem Hause bzw. angeschlossenen anderen Parteien die Frage nach der Rechtmäßigkeit gestellt. Wie lange gedenken Sie, Herrn, ja, unser Mitglied, noch in Haft zu lassen, angesichts der oben angeführten ausgedrückten Zweifel unserer Recherche an der Rechtmäßigkeit dieser Aktion? Sie sehen, dass hier uns und der Öffentlichkeit gegenüber ein sehr wichtiger Informationsbedarf besteht, um jeglichen Verdacht auszuschließen, dass hier eventuell mit unrechten Mitteln ermittelt bzw. gearbeitet wurde. Daher wären wir sehr verbunden, wenn Sie uns hier Ihre Stellungnahme zusenden. Wie gesagt, wird am 11.01.2014 unsere Sondersendung stattfinden, bei der diesem Fall besondere Aufmerksamkeit widerfährt. Ihr merkt es. Im nächsten Schritt möchten wir auch die Fragen stellen zur Rechtmäßigkeit der Aktion im Hinblick auf mögliche schwere Verletzungen der Grund- und Menschenrechte gemäß EMRK, hier insbesondere wegen der Anwendung ungültiger, nichtiger Gesetze, kein Vorgang, kein Verfahren, keine Strafe, ohne Gesetz und ohne legale Amtswalter, gegen den Artikel 6, insbesondere Absatz 1 EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten eingehen. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre zeitnahen Antworten mit freundlichen Grüßen. Ja. Und dann kam tatsächlich auch nochmal eine Antwort. Ja, schon erstaunlich. Ich nehme in vollem Umfang auf meine E-Mail, so schreibt der Herr Wissen, vom 8.1. Bezug. Weitere Auskünfte werden im Hinblick auf die sachgemäße Durchführung des Ermittlungsverfahrens sowie überwiegend öffentlicher Schutz für die private Interessen der betroffenen Person auch weiterhin nicht erteilt. Nach Landesmediengesetz, was steht wahrscheinlich über allem, oder was? In der Normenhierarchie hat er also auch noch nicht richtig aufgepasst, wie das läuft. Und da habe ich ihm geantwortet, danke für Ihre heutige Antwort. Ihre Mitteilung zu den persönlichen Daten der Betroffenen nehmen wir zur Kenntnis, aber die Fragen zur rechtlichen Situation, Fragen 3 bis 6, auch zur voraussichtlichen Haftzeit von Herrn Mitglied,
bitte ich Sie hiermit rechtzeitig zu antworten. Die Fragen zur rechtlichen Situation sind allgemein nicht notwendigerweise fallbezogen. Hier brauchen wir keine Namen, Daten und so weiter von Ihrer Seite genannt werden. In Anbetracht der kurzen Zeit bis zu unserer Sondersendung behalte ich mir den Eingang Ihrer Antwort dazu vor. Bis zum Freitag, den 10.11. 15 Uhr, sollten uns dann dazu keine Antworten aus Ihrem, glaube ich, 10.11. geschrieben. Müsste natürlich heißen 10.1. Aber ich falsch geschrieben. Also, ja, okay. selber Fehler gemacht. Okay. Gehen wir davon aus, dass Sie entweder mit unserer Recherche zu den Rechtsfragen übereinstimmen oder dem nichts zu entgegnen haben, was aber in etwa auf das Gleiche hinauslaufen würde, mit der Bitte um Verständnis für die Bitte um rasche Antwort. Es geht hier, so denken wir, um essentielle Informationen, bla bla und so weiter. Okay. Ja, also bis auf diesen Datumsdreh, aber das können wir vielleicht hinterher richtig stellen. Hätten der eigentlich darauf antworten können, weil das war nicht so unbedingt fallbezogen allgemein. Ja, also wie gesagt, unserer Ansicht nach handelt es sich insgesamt um eine illegale Aktion, um Rechtsberuhigung, um kriminelles Vorgehen. Nun wird auch der Herr Jochen Hartloff, der ist von der SPD, Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, selbst schwer angeschlagen durch seine Scharia-Skandal. Der wird hier jetzt wohl noch mehr Ärger bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Öffentlichkeit erklären kann, wieso sein Land, sein Ministerium, die Staatsanwaltschaft Koblenz, die Justizvollzugsanstalt, die Verbandsgemeinde Dreisgaden alles Firmen sind. Gemäß hier aufgeführter Handelsregisterauszüge, da habe ich einen Link reingebracht, könnt ihr euch alles anschauen. Das alles, müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Ja. Wenn du da alle unterbringst, das ist also schon mächtig viel. Aber ich wollte es euch ein bisschen einfacher machen, als wenn ihr selber dann direkt bei Dun & Bradstreet reingehen müsst. Ja, und warum sich seine Mannschaft nicht als Amtsperson ausweisen konnte, warum die Strafprozessordnung überhaupt gar nicht gültig ist, wie vorhin eben erklärt, ist die als Basis für die Anklage respektive Festnahme zugrunde gelegt wurde. Also, was ist los im Lande Rheinland-Pfalz? Oder ist das Land Rheinland-Pfalz gar kein staatliches Gebilde, sondern nur eine Firma in der Hand rechtsbeugender, nicht legitimer Gruppierungen? Fazit: Lasst den vermeintlichen Beschuldigten Karl Mayer sofort frei, sonst wird es täglich unangenehmer. Juristisch, strafrechtlich, auf internationaler Ebene ein Desaster von unglaublichem Ausmaß und ein sehr teurer Spaß, denn die bereits gestellten Forderungen auf Basis des BGB 823, 839 gehen bereits jetzt in Millionenhöhe. Jede Haftung von Hafttag von Karl Mayer wird zusätzlich mit 1 Million Euro Schadensersatzforderung niederschlagen. Also im Sinne für die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung einer demokratisch-rechtsstaatlichen Grundordnung sind wir nun alle aufgefordert, diese durch unser Eingreifen durch die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Wir bleiben da ganz dicht dran und berichten in Kürze über die weiteren Entwicklungen. Ja, und da gibt es ein paar interessante Meldungen. Hier hatte ich übrigens, also ihm wurde ja diesem Opfer, in Anführungszeichen, unserem Mitglied, ja vorgeworfen, er hätte irgendwas vielleicht mit Drogenhandel zu tun. Okay, solange das nicht bewiesen ist, aber hier ist schon was bewiesen, nämlich die Polizei, großgeschrieben, ist selbst der organisierte Drogenhändler, hier im besonderen Kokain, gerade eben hier rausgefunden, erschienen im Matrix-Medium fr-online.de, 100 Kilogramm Kokain, Polizei organisierte Drogenschmuggel selbst. Ja, also vielleicht sollten Sie mal bei sich selbst erstmal ein bisschen nachprüfen. Herr Harald Kruse hat so ein paar Problemchen sowieso schon mit rechtsradikalen Tätern, aber kein Fahndungsfoto. So ein bisschen nach NSU klingelt's da. Da steckt er wohl auch irgendwie mit drin. Ob er das jetzt mit initiiert hat oder mit da drin steckt oder ob er das geerbt hat von seinem Vorgänger. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt's da so ein paar kritische Artikel. Könnt ihr euch mal durchlesen. Da werden also Fragen gestellt. Auch dem gibt es einen Steckbrief, dem Scharia-Minister Jochen Hartloff, auch da gibt es einen Link, könnt ihr reinschauen. Ja, und dann gibt es eben hier die Links unterhalb, also da könnt ihr vieles finden, auch das Merkblatt Amtswalter, wo die ganzen Gesetzestexte aufgeführt sind. Also ein wichtige Veröffentlichung. Mehr will ich aber jetzt hier im Moment mal darüber nicht sprechen, weil wir nähern uns schon jetzt gleich dem Teil unserer Sendung, wo ich dann auch die Melanie Britschan reinnehmen möchte.
in unsere Sendung. Und ja, klasse, dass ihr jetzt mal hier so geduldig zugehört habt. Aber wie gesagt, ihr könnt mir hier auch noch immer was zusenden, keine Frage. Und zwar unter Radio übrigens. Okay, schauen wir mal, ob da noch was reingekommen ist hier dazu, zu diesem Punkt hier. Hi Detlef, ich werde heute dauernd von 1 plus 1 rausgeworfen. Er ist eine Tochtergesellschaft von Telekom, keine Frage, die beschränken ja deinen Zugriff, weil du könntest ja zu viel schöne Sachen hören. Ne? Was haben wir hier? Passend zum Thema Hauptverhandlung, das ist aber sehr viel, das schaffe ich jetzt hier nimmer, leider. Ja, der Aufgewahrte schickt noch was, das kann ich gerade noch reinsenden, hier dringend eilt, Witz des Tages wegen des aktuellen Chats. Bezüglich des heutigen Austausches von Koch- und Teerezepten im Wakens-Chat möchte ich anmerken, Leute, ich glaube, die Geheimdienste verzweifeln bei euch, weil sie eure Koch- und Teerezepte nicht dechiffriert bekommen, so ohne weiteres gegen eure Koch- und Teerezept-Verschlüsselungstechnologie ist Enigma der letzte Dreck gewesen, aufgewachter. Cool, ja, wir müssen auch die NSA so ein bisschen beschäftigen, damit die was zu tun haben, weil wir haben Ihnen ja schon mal den Tipp gegeben, vielleicht mal bei der Staatsanwaltschaft Koblenz mal reinzuschneien oder reinzugucken, was die da so machen. Aber die sind wahrscheinlich schon längst verwandt. Keine Ahnung. Okay, prima. Ja, jetzt schauen wir mal gleich, ob ich die Melanie schon reinkriege, denn der zweite Teil unserer heutigen Sendung beschäftigt sich ja auch mit einem anderen Fall, den wir hier haben. Ihr seht, ne, Holland hatten wir schon, BRID, bisschen Schweiz habe ich auch so touchiert und dann natürlich jetzt noch Belgien, ne? Und da wird uns vielleicht die Melanie Wiritschan gleich mal was reingeben. Ich guck mal, ob ich sie hier reinziehen kann in die Unterhaltung, oder? Wir sind ja hier live, ne? Da müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert, oder? Schauen wir mal, ob sie abhebt, ne? Gucken wir mal. Ja, und dann sehen wir gleich, was sie uns zu erzählen hat, weil sie ist ja sehr engagiert. Hallo Melanie, bist schon dran? Ja, bin ich. Hallo. Klasse, super. Haben sie dir, hat die NSA dir eine Leitung freigeschaltet? Bis jetzt ja. Wir werden sehen, wie das nachher geht. Aber. Ja, ja, gut. Also die hören ja alles mit, zeichnen ja alles auf, wissen wir ja. Und ja, hin und wieder schicken sie uns so ein paar Mikrowellen hier rein, damit es auch ein bisschen warm wird, oder? Stimmt, ja, ja, ja. Das ist ja die Klimaerwärmung, wissen wir ja, CO2, das ist aber nicht CO2, sondern das sind die, die kleinen Hitzapparate, die die einsetzen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also Melanie, erstmal klasse, dass du uns heute hier zur Verfügung stehen kannst. Es hat zwei Themenkomplexe, wobei ich auch gleich darauf hinweise, dass alle, die noch länger hier bei uns heute mithören, beim United We Strike Radio Marathon, gleich auch Melanie noch ein bisschen auf Englisch hören können. Vielleicht mogeln wir zwischendurch auch ein bisschen was Deutsches rein. Gucken wir mal. Weil die wirklich vielen englischsprachigen Leute kommen ja erst später rein. Ne? Die sind noch in den Kojen. Die schlafen noch alle. Bis auf die NSA. Okay, aber ja, du hast also zwei Punkte. Einmal habt ihr du bist ja von der Organisation EUCASH. Wir haben dich ja schon häufiger hier bei uns in der Sendung haben dürfen. Ja. Da macht ihr ja also tolle Sachen und da hast du uns was Neues zu erzählen. Und du hast ein persönliches Erlebnis gehabt, was mit den Leutchen, ne? Also ich weiß nicht, ob du vorhin schon mal reingehört hast bei mir, was hier in der BRID alles los ist. Also BRID heißt für Bundesrepublik in Deutschland. Mhm. Ja, weil die Bundesrepublik ja kein souveräner Staat ist. Sich aber auf dem Terrain, der von Deutschland bewegt. Deutschland ist ja ein bisschen größer, ne? Aber gut. Ja, du hast also einiges erlebt und das wollten wir auch von dir hören. Wie sieht's aus? Was willst du zuerst? Das Erste, also mit EUCASH, was ihr da gemacht habt, oder erst deine persönliche Erfahrung? Ja, also ich fange mit EUCASH an, weil das wahrscheinlich zusammenhängt, was mir dann passiert ist. Okay. Und zwar kurz vor Weihnachten hatte ich an den Liebeausschuss, also vom Europäischen Parlament. Liebeausschuss ist für Justiz und Inneres und bürgerliche Freiheiten einen Vorschlag geschickt für ein Gesetzesentwurf, um jegliche Technologien, die also den Menschen
beeinflussen, also Mind Control Technologies einen Bann in Europa zu erreichen, also dass die total verboten werden. Und da hatte ich ja so einen ziemlich langen Vorschlag an den Präsidenten des liebe Ausschuss, also Herrn Lopez Aguilar, geschickt. Wir sind also regelmäßig mit denen in Kontakt und das wollte ich dann halt gerade noch vor Weihnachten erledigen, bevor die dann alle in Urlaub fuhren, und das habe ich dann auch gemacht. Und das zweite Erlebnis, persönliches, was mir dann passiert ist, ein paar Tage kurz vor Neujahr, das könnte unter Umständen damit zusammenhängen. Und zwar ist also Folgendes passiert. Ich hatte eine Freundin hier, die ist, sie ist Spanierin, aber sie lebt in Kanada und sie war über die Feiertage hier. Du bist, nur das für unsere Zuhörer wichtig, du lebst in Brüssel in Belgien. Genau, ja. Und bin dann halt mit ihr, also es war der Tag vor Neujahr, das war der 30. Dezember, sind wir einkaufen gegangen. Also wir wollten Neujahrseinkäufe machen, also Silvestereinkäufe eher. Und weil ich nämlich Leute hier zu Besuch hatte, um hier so Silvester zu feiern. Und wir waren dann so, es war so gegen, ja, ich denke 14.30 Uhr waren wir also fertig im Supermarkt und kamen nach Hause ziemlich beladen mit unseren ganzen Einkäufen und sind also unten also ins Haus reingegangen, und ich war gerade dabei, die Türe zu öffnen. Ich wohne im 8. Stockwerk, ganz oben, in einem Wohnhaus, und dann kamen also drei Polizisten, also von hinten, eine Frau und zwei Männer, und wirklich so, wie man nämlich an eine Kriminelle festnimmt, sie schrien also ziemlich laut, ihr Name, was ist ihr Name? Und ich habe mich umgedreht, ich habe erst mal gedacht, Moment, was ist eigentlich los, worum geht's, ja? Und sie haben gesagt, ja, sie sollen nicht reden, sie sollen nur ihren Namen geben, ihr Name, was ist ihr Name? Und haben meine, also einer, der blonde Polizist, der war also ziemlich von korpulenter Statur, hat meine Freundin dann ziemlich schnell nach hinten zu den, wo die Briefkasten sind, gedrängt, so dass sie nicht sehen oder hören konnte, was passierte. Und die anderen zwei haben mich in diesem kleinen Vorraum, also vor dem Lift, geschubst, mehr oder weniger, und die Tür zugemacht, sodass meine Freundin auch nicht hören konnte, was wir redeten. Und die Frau hat dann ziemlich aggressiv gesagt, ich sollte meinen Namen sagen. Und dann habe ich getan. Und dann haben sie mir gesagt, dass auf Befehl des Staatsanwaltes, des Königs, des belgischen Königs, würde ich festgenommen und jetzt sofort zu einer psychiatrischen Untersuchung, also würden sie mich jetzt mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich bin damit eigentlich einverstanden, aus welchem Grunde? Und darauf haben sie dann nicht geantwortet. Sie waren dann sehr schnell und haben mir die Handschellen angelegt und mich abgeführt. Und als wir dann wieder rausgingen in das Polizeiauto, hat meine Freundin dann sehen können, dass ich Handschellen anhatte, und war natürlich sehr geschockt. Es war wirklich so, als ob ich also die schlimmste Verbrecherin wäre, so nach dem Motto. Und dann haben sie mich in ihr Auto geschafft, also ziemlich geschubst. Und ich wollte dann immer noch wissen, ja, was eigentlich hier los ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll keine Fragen stellen. Das Einzige, was er jetzt von mir wissen will, ist, ob ich der Dame hier meine Schlüssel gebe. Also, weil, ja, das ist das Einzige, was er von mir wissen will. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, weil sie ist eine Gast, bei mir. Und sie, wo soll sie denn sonst hin? Dann habe ich ihr natürlich die Schlüssel gegeben. Und dann fuhren wir ins Krankenhaus. Sie haben dann angerufen und wollten wissen, in welches Krankenhaus sie mich eigentlich bringen sollten. Und der Polizist sagte dann so ganz laut und vor allen Dingen, dass ich das höre, ja, für die Freiheitsberaubung hier von dieser Dame, wo sollen wir hinfahren?
Und dann wurden wir so ein ziemlich, das ist ziemlich weit draußen, also in der flämischsprachigen Gegend von Brüssel, in ein Universitäts-UZ Brüssel heißt das, eines der größten Universitätskrankenhäuser gefahren, immer noch mit Handschellen. Und dann standen wir an der Rezeption, das hat ziemlich lange gedauert, diese Aufnahmeprozedur, bei der ich immer noch also mit Handschellen stand, mit der die Polizistin sagte zu mir, also die hielt meinen Arm ziemlich fest und sagte, also warten Sie hier. Und nach 15 Minuten etwa, dann durften wir dann rein und wurden dann in dieses in das Büro von dem Psychiater geführt. Und bevor der Psychiater kam, sagte der Polizist dann, immer noch dieser kompulente Blonde, ja, also ich werde Ihnen jetzt die Handschellen abnehmen, aber versprechen Sie mir, dass Sie nett sind und nett, lieb und artig sind. Und also ja, das war also wirklich der Witz des Tages. Ja, also es ist und habe ich gesagt, ja, natürlich. Und sie haben sie dann abgenommen, die Handschellen, und dann kam der Psychiater rein. Und sagte zu mir, ja, guten Tag, der schien also nicht sehr viel zu wissen über die ganze, der schien auch etwas verwirrt. Und sagte, ja, Moment, ich habe also den Befehl bekommen vom Staatsanwalt, dass ich hier mit Ihnen eine Aufnahmeuntersuchung durchführen soll. Worauf ich dann antworte, ja, ich bin also sehr überrascht, dass es für eine Aufnahme ist, weil mir nur gesagt wurde, es wäre nur ein psychiatrisches Gespräch, eine Untersuchung. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre allerdings etwas komisch. Also der Psychiater schien auch nicht sehr sehr informiert zu sein, worum es eigentlich ging. Und dann sagt er, ja. Lass mich mal gerade noch was zwischendurch fragen. Hast du irgendwelche Papiere gezeigt bekommen? Also sagen wir mal so ein Durchsuchungs- oder Haftbefehl oder irgend so ein Einweisungsbefehl, der auch vielleicht von einem entsprechenden Verantwortlichen unterzeichnet wurde? Gute Frage. Das ging nämlich alles sehr schnell und das stimmt. Ich hatte sie nicht, also sie haben sie mir nicht gezeigt. Sie hatten Papiere, aber die wurden mir in keinem Augenblick gezeigt. Und das ist ja auch wichtig, weißt du, wenn du das so schilderst, was dir geschieht, man ist ja in der Situation schrecklich nervös und überrascht und ängstlich vielleicht sogar, weil du hast ja schon häufiger solche Attacken erlebt, dass für alle, die jetzt zuhören, wichtig ist, dass man die Nerven behalten muss und sich immer auf Schriftliches berufen muss und sich das zeigen lassen muss und vor allem, wenn man noch Zeugen dabei hat, gleich als Tipp, das dann also auch laut sagen, damit das dann der Zeuge mitbekommt. Ja, stimmt. Nur in meinem Falle, wie gesagt, die hatten uns getrennt und meine Freundin konnte also nicht hören, was da geredet wurde. Aber was ich doch gesagt habe, ich habe gesagt, ich möchte erstmal mit meiner Anwältin sprechen. Und darauf sind sie nicht eingegangen, sondern haben mir dann sofort die Handschellen angelegt. Nun ja, jetzt war ich also bei dem Psychiater und dann hat er mich erstmal gefragt, ja, ob ich irgendwie eine Vorstellung habe, warum ich hier bin. Hab ich gesagt, nein, ich habe keine Ahnung. Und dann haben uns ein bisschen unterhalten und er hat mich dann ein bisschen gefragt über meine Situation und ich habe ihm erklärt, dass ich also bis 2011 als Communications Director gearbeitet habe und aber jetzt Gesundheitsprobleme habe auf dem Grunde, dass ich also Opfer von einer von einer neuen Technologie bin, also Nanotechnologie, einer Implantation von Nanotechnologie, also gegen meinen, dass ich das nicht wusste, das wurde also ohne meine Zustimmung durchgeführt, diese Implantation, und dass ich in der Zwischenzeit dann zwei Regierungsorganisationen aufgebaut habe, die diese kriminellen Tatsachen bekämpfen und dass ich also sehr viel mit dem Europäischen Parlament arbeite, weil wir auch Legislation schaffen wollen, die solchen Missbrauch also absolut verbietet und dass das sehr, sehr, sehr streng kontrolliert wird, die Anwendung dieser Technologien, dass es da solche Missbräuche in Zukunft nicht mehr gibt. Und dann hat er gesagt, aha, und dann habe ich ihm auch erzählt, dass ich also im Rahmen vom International Center Against Abuse of Cover Technologies, die andere Organisation, für die ich arbeite,
eine internationale Studie durchgeführt habe. Das heißt also, wir haben 14 Opfer dieser Technologien in einem faradäischen Käfig getestet in einem Forschungsinstitut hier in Belgien. Das hatte ich organisiert. Und wir hatten auch eine Kontrollgruppe, also Leute, die keinerlei Symptome hatten von elektronischen Terrorismusopfern. Und da war es negativ und bei den Opfern war es dann positiv. Also es konnte also bewiesen werden, dass sie innerhalb des faradäischen Käfigs Radiofrequenzen abgeben. Und der menschliche Körper das normalerweise keine Radiofrequenzen abgibt. Und das wurde dann auch unterschrieben von zwei Ärzten, die das also als absoluten Beweis anerkennen, dass diese Leute und diese Opfer implantiert wurden und ich da auch dazugehöre. Und das habe ich ihm dann erklärt und er schien da etwas schon von zu wissen. Also er schien nicht zu überrascht. Und hat dann geantwortet, ja, das heißt also, sie waren dann Teil einer internationalen Studie. Das habe ich dann bestätigt. Und dann war schon nicht mehr so, wie soll ich sagen, schien nicht mehr so ganz, schien etwas verwirrt, schien nicht mehr so ganz sicher zu sein, dass ich also wirklich paranoide sein könnte oder irgendwelche psychiatrischen Probleme hätte. Und er sagte, ja, Moment, ja, dann hat er mich über meine Symptome gefragt. Ich habe dann kurz erklärt, dass das also elektronische Schockgefühle sind, dass es Schmerzen sind im ganzen Körper, die ganze Zeit, vor allen Dingen furchtbare Kopfschmerzen, dass ich immer so ein Geräusch höre, Tinnitus, also in den Ohren, dass ich Probleme habe, mich an Dinge zu erinnern, mich zu konzentrieren. Das sind die typischen Symptome, die wir also bei elektronischen Terrorismusopfern finden. Und dann sagte er, ja, gut, ja, dann sagte er, ja, und dass ich auch außerdem einen Psychiater und eine Psychologin schon gesehen habe vorher, also im Rahmen eines Sorgerechtsstreits, die beide bestätigt haben, dass ich also überhaupt keine psychiatrischen oder psychologischen Probleme habe. Und das war eigentlich auch schon beim Staatsanwalt diese Zertifikate, weil du, wie du gesagt hast, Detlef, hatte ich diese Probleme schon mal, also sie hatten das schon mal versucht und die müssten das eigentlich wissen. Und dann sagte er, ja, also glauben Sie, das war ich dann etwas sehr überrascht, dass er mich dann fragt, ja, also diese Symptome, die finden wir auch manchmal bei Leuten, die an Paranoia leiden, glauben Sie, Sie sind paranoide? Ich dann gesagt habe, nein, also das bin ich nicht. Und dann sagt er, ja, ich werde mal Ihren Arzt anrufen, Ihren Hausarzt, und werde mich mal erkundigen über das, was Sie sagen, und ich bin dann gleich zurück. Das hat er dann auch gemacht. Er hat dann auch meinen Hausarzt Dr. Roger Lamboret angerufen, der ihm das alles bestätigt hat. Der hat gesagt, das stimmt, meine Patientin war also Teil dieser Studie und das ist also absolut bewiesen, dass sie Opfer ist. Das hatte ich ihm auch gezeigt. Ich habe auch Schnittwunden hinter den Ohren, wo ich noch nie eine Ohrenoperation durchgeführt habe. Also die sind also unerklärbar. Und seitdem habe ich auch die Symptome, seit einer Operation im Krankenhaus für was ganz anderem hier in 2008. Und er kam dann zurück und ich war in der Zwischenzeit da so mit diesen Polizisten wieder allein. Die hatten mich auch durchsucht übrigens, die Frau, die zwei Männer waren dabei. Und sie fingen dann an zu sagen, ja, die Frau, die bei Ihnen ist die so eine Art Hilfe oder so eine Art Krankenpflegerin oder so etwas. Und da habe ich gesagt, nein, wie Sie darauf kommen, das ist sie nicht. Ja, weil, sagte die Frau dann, die Polizistin, ja, das habe ich aber auch so verstanden. Meine Freundin hat mir nachher gesagt, dass sie das nie erwähnt hatte, dass sie Krankenpflegerin ist, was auch nicht der Fall ist. Und darauf habe ich dann geantwortet, hat er gesagt, ja, kommt die aus Quebec, aus Kanada. Und dann habe ich gesagt, ja, sie kommt also aus Kanada, sie ist aber Spanierin, aber sie kommt nicht aus Quebec. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie zufälligerweise der aus Quebec kommt, den Kriminologen Nicolas de Surmont kennen, der nämlich sehr interessante, der mit der Polizei gearbeitet hat in Brüssel und sehr interessante Artikel über solche Belästigungsmethoden, die durchgeführt werden, vor allen Dingen an Opfern neuer Technologien, darüber sehr interessante Artikel geschrieben hätten und auch der Polizei gearbeitet hätte in Brüssel und ob sie den zufällig könnten, weil der wäre nämlich wirklich aus Quebec.
Und darauf waren sie dann ganz still. Sie haben dann nicht darauf geantwortet. Und dann kam der Psychiater rein und hat gesagt, ja, er hätte mit meinem Arzt gesprochen und ich könnte also sofort gehen. Die Polizei schien nicht so ganz happy darüber zu sein, dass er mich gehen hat lassen. Und dann fragte der blonde, korpulente Polizist, ja, Doktor, kann ich mal kurz 2 Minuten mit Ihnen alleine reden? Die beiden gingen dann raus und ich habe nicht gehört, was er zu ihm gesagt hat. Ich hörte nur, dass der Arzt ziemlich energisch sagte, nein, 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 nein. Und sie kam dann wieder rein und der Arzt sagte dann wieder zu mir, Sie können jetzt also wirklich gehen. Ne? Und dann sind wir also alle zum Ausgang gegangen, Auszug gegangen. Der Psychiater gab mir seine Karte, also das hatte ich nämlich gefragt. Er hatte mir nämlich gesagt, ob ich in ein paar Tage im Krankenhaus bleiben will, um mich zu beruhigen und so weiter. Habe ich gesagt, nein, nein, das ist nicht nötig, kommt nicht in Frage. Wenn Sie wollen, können Sie mir Ihre Karte geben, falls ich irgendwann mal das Bedürfnis hätte, mit Ihnen zu reden. Dann würde ich Sie anrufen, aber ich bleibe auf keinen Fall hier im Krankenhaus. Ist kein Grund dafür. Ne? Und dann hatte ich die Polizisten gefragt, nachdem das ziemlich weit weg war und ich also immer noch mit meinem Einkauf und war und ziemlich viel Gepäck hatte, hab ich gesagt, so, können Sie mich zumindest dann zurückfahren, weil und darauf sagten sie mir, nee, wir haben jetzt was anderes zu tun, wir müssen jemand anders abholen, da im Häsel und da müssen Sie ein Taxi nehmen. Das habe ich dann gemacht, das hat mich dann 30 Euro gekostet, ja. Ja. Und also, das war's. Das ist eine ungeheuerliche Geschichte. Melanie, wir hatten schon im Vorfeld mal kurz das angesprochen. Wir machen das ja hier inzwischen so, dass wir Auskunftsbegehren stellen in konkludenter Vereinbarungsform, wo gleich die entsprechenden Schadensersatzbeträge drin sind und dann uns noch offen halten, weitere Schadensersatzforderungen zu stellen. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen, dass wir das mal auch in deinem Fall versuchen. Mhm. Und die sprechen ja da überwiegend entweder Flämisch oder Französisch. Das ist ja, da die offizielle Landessprache. Ja. Wir müssen es dann irgendwie in Französisch formulieren. Mhm. Aber da es ja dann auch eine europäische Sache ist, und es gibt ja die Konvention zum europäischen Menschenrecht, das ist der wichtigste Teil. Da müssen wir rein. Und da müssen es auch Strafanträge geben gegen diese ganzen Leute. Wir müssen die namentlich rausfinden. Wir können uns da ja vielleicht die nächsten Tage mal damit beschäftigen. Auf jeden Fall, ja. Weil ich denke, wir müssen denen klar machen, dass hier das vorbei ist jetzt hier mit diesem Terror. Und deswegen passte diese Geschichte hier fantastisch herein. Wir sind ja alle froh, dass dir nichts passiert ist dabei. Ja. Also dass du das abwenden konntest. Wir müssen aber diesen Leuten gleich auch einen gehörigen Schrecken einjagen. Damit die gleich von vornherein wissen, noch ein einziges Mal und du bist ein paar Millionen los. Und zwar persönlich haftend. Du kannst dich auch immer dann, weil du bist ja, glaube ich, Deutsche, oder? Ja, bin ich, ja. Mhm. Ja, dann kannst du dich auch auf das BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, berufen, weil wir sind in Europa, ja. Ist kein Problem. Stimmt, ja. Und da gibt es die persönliche Haftung nach 823 oder 839. Aber das sind dann wieder Details. Deswegen auch unser heutiger Text der Sendung oder Thema der Sendung, Rechtsbeugung und Willkür als letzter Versuch, das System zu retten oder auf Englisch Perversion of Justice and Despotism in order to keep the system going in unserer heutigen Teilsendung vom Marathon. Ja, und wir zeichnen das ja hier auch auf. Melanie, ich kann das nachher rausschnippeln, deinen Teil. Okay. Und dann können wir das dann auch dir zur Verfügung stellen, wenn du es nur woanders posten willst, als separates Video oder so. Ja, vielen Dank. Jo. Mhm. Also ich finde es sehr klasse, dass du uns das hier präsentierst. Ist ja nun nicht ganz einfach. Nicht jeder erlebt das jeden Tag unbedingt. Gott sei Dank, ja. Aber so etwas zu erleben, ist schon eine Hammergeschichte. Ne? Und wichtig ist es, dass die vielen, vielen Leute das mal mitkriegen, die Öffentlichkeit das mitkriegt, was da alles abgeht. Und du hast ja gesehen und geschildert, auch was die zwischen diesen Polizisten da beispielsweise und dem Arzt auf der anderen Seite, irgendwas läuft im Hintergrund ab. Etwas hat er erzählt von einer internationalen Studie und so, sind sie Teil davon gewesen, bla bla. Und so. Da läuft irgendwas ab, was hinter der Öffentlichkeit, unterhalb des Teppichs quasi, gemacht wird an uns Menschen,
mit uns Menschen. Und das ist ja ein Verbrechen schlechthin. Grund- und Menschenrechte werden hier ausgehebelt wie nichts. Ja, ganz genau. Und ich will auch noch dazu sagen, zum Glück habe ich da auch die Zeugenaussagen von meiner Freundin und auch meinen Nachbarn, weil die Polizisten hier schon oben waren und wie verrückt in die Tür getreten haben. Die Tür ist beschädigt jetzt. Da habe ich jetzt Fotos von gemacht. Also da werde ich mich jetzt auch beschweren. Aber es ist halt sehr wichtig, wie du sagst, Detlef, da hast du völlig recht, dass man alles schriftlich niederlegt und dokumentiert und so weiter. Mein Nachbar, der kam raus und hat gesagt, was ist denn hier los? Wie Verrückten haben die anscheinend an meine Tür getreten und haben sie auch beschädigt und er hat mir da jetzt gerade seine Zeugenaussage auch geschickt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sowas auch hat, wenn man wie du jetzt vorschlägst, ne? Sich da beschwert und denen klar macht, dass das einfach nicht geht und weil wir sind Schadenersatzforderungen dann geht, ne? Wenn das nochmal passiert. Ja, wir sind vor allen Dingen der Chef und das muss man denen also ganz klar machen. Hier auch nochmal von Milen FM, einem Sender, der uns hier auch gerade mit live überträgt. Bitte einen lieben Gruß an die Dame aus Belgien von Milen-FM Radio. Dankeschön. Okay. Ja. Und viele wollen da Kontakt mit dir. Ich werde da auch nochmal den Link dann dazu in der im Artikel posten. Ich bin noch gar nicht zu allem gekommen. Als man auch mal Kontakt mit dir aufnehmen kann. Über Eucash geht das, glaube ich, am besten, oder? Ja, da ist auch ein Kontakt-E-Mail. Ja, okay, das mache ich dann noch und dann kann dann alle sich auch vielleicht mal an dich wenden, obwohl man natürlich auch sagen muss, man kann nicht 1000 E-Mails gleichzeitig beantworten, also es muss eins nach dem anderen, oder? Ja. Also cool, ja, und vor allen Dingen eins ist noch interessant, wir haben ja herausgefunden, das ist vielleicht auch anderen Leuten in anderen Ländern noch gar nicht so bewusst, dass die Behörden in Anführungszeichen Ämter, Regierungen und Stellen und Gerichte und so weiter gar nicht mehr souverän staatlich tätig sind, sondern dass das eingetragene Firmen, Unternehmen sind. Da lohnt sich auch nochmal ein Blick dann rein. Du müsstest mir dann vielleicht auch nochmal die genauen Bezeichnungen der entsprechenden Staatsanwaltschaft und so weiter zusenden. Ja, das mache ich ja. Denn meine Anwältin kümmert sich gerade darum, dass wir das Mandat zumindest bekommen. Ja, und das andere ist, wenn man dann zum Beispiel bei Dun & Bradstreet, das ist eine von diesen internationalen Handelsregistern, reinschaut, da findet man zum Beispiel, aus Sachen, wo ich es weiß, dass der Bundesrat in der Schweiz eine eingetragene Firma ist. Der Deutsche Bundestag in der Bundesrepublik in Deutschland ist auch ein eingetragenes Unternehmen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz als Beispiel ist auch ein eingetragenes Unternehmen. Und deswegen haben die überhaupt keine. Ja, man muss erstmal fragen dann diese Leute, woher sie das Recht haben. Wenn er sagt zum Beispiel, er ist Staatsanwalt vom König von Belgien, dann soll er das nachweisen. Dann soll er den Amtsnachweis bringen dafür. Ja? Vorher wird gar nichts mehr gemacht. Und was ganz wichtig ist, ist diese Grund- und Menschenrechtsvereinbarung, die konkludent vereinbart wird. Konkludent heißt mit Übergabe, mit Aussprechen. Ist die Vereinbarung akzeptiert, wenn man nicht widerspricht bzw. das zurückweist. Das heißt, wenn also Grund- und Menschenrechte verletzt werden in diesem Papier, dann ist dieserjenige verpflichtet, 10 Millionen oder so oder was immer man einsetzt, zu zahlen für jede Menschenrechtsverletzung. Ja. Das schreckt viele ab. Also ich glaube, da sollte man sich ruhig auch mal mit beschäftigen. Aber das ist noch so ein anderes Thema. Okay. So, okay. Ja, also wir sind leider gleich schon fast am Ende hier unseres deutschsprachigen Teils. Vielleicht noch ein paar Informationen, die du geben willst an unsere deutschsprachigen Zuhörer, was dich oder deine Arbeit angeht, was wichtig ist, was du noch sagen möchtest. Auch nochmal vielleicht die Webseite sagst. Ja, die Webseite ist also eucash.org, also eucach.org, ucatch.org im Englischen und da ist dann auch eine Kontaktadresse, die Leute, also eine E-Mail, wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, können sie sich gerne an uns wenden und wenn jemand Opfer ist oder jemand in der Familie hat, der Opfer ist, dann kann man sich auch bewerben für, also einschreiben für also eine Mitgliedschaft. Und da sind wir sehr dankbar, wenn die Leute uns so Zeugenaussagen oder ihre Geschichte
schreiben, weil das nämlich dann uns anderen auch hilft, wenn wir hier mit den Politikern Kontakt haben, mit den Europaabgeordneten, ihnen zu beweisen, weil wir unglaublich viele von diesen Beschreibungen haben, Geschichten haben von den Opfern, dass es wirklich passiert. Je mehr wir haben, desto besser ist es. Ja, und ihr macht ja auch diese Untersuchung, das heißt, ihr bietet das an, wobei natürlich sehr aufwendig ist, ne? Ihr habt das ja hier mal gemacht bei uns, bei der letzten, wo wir zusammen eine Aufnahme gemacht haben, haben wir anschließend. Ja, mit ISAACT, ja. Mhm. Ja, mit ISAACT, da habt ihr mal das an uns ausprobiert, also nicht an mir, aber an einer anderen Testperson, ob die vielleicht so Implantate hat und so, da wurden wir ja sogar fündig, oder? Ja, genau, das stimmt. Ja, die beiden Testpersonen, die wir hatten, die waren beide positiv, ja. Das zeigt uns wieder, wie viele Leute schon Opfer sind eigentlich. Ja. Die Leute, die wir normalerweise testen, haben Symptome, aber viele sind sicherlich schon gechippt und haben keine Symptome. Ja, hier würde nochmal mit der Aussprache der Webseite, es ist euch.org. Das wird halt ganz mit genau. Eucash auf Englisch ausgesprochen. Nicht einer schreibt hier mit EU-Cash. Mit C-A-S-H. Da landet ihr direkt bei den Bilderbergern, direkt in der Banken- oder Bankzentrale, aber nicht bei dir. Gell? Ja. Eucash.org, ja. Ja, Eucach. Eucach, ne, wenn man es auf Deutsch ausspricht. Wir sagen Eucash auf Englisch. Aber ja, gut, du bist jetzt schon länger da in Belgien und bist eigentlich mehr so mit dem Französischen und Englischen inzwischen in Berührung als fast mit dem Deutschen, oder? Stimmt, ja. Deswegen ist es immer eine Umstellung. Es ist immer eine Umstellung, wenn man da also da mit einmal wieder Deutsch sprechen soll. Muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Ja. Okay, klasse. Dadurch haben wir jetzt was live direkt aus Belgien gehört, wie es dort zugeht. Und das scheint nicht sehr viel anders zu sein, als das, was wir sonst so erleben. Auch im Rahmen unserer heutigen United We Strike Radio Marathon Sendung, die zum Thema hat und hatte Rechtsbeugung und Willkür. Der letzte Versuch, das System zu retten. Ja, und da geht es gleich eigentlich weiter mit dem Englischen nach der kurzen, kleinen musikalischen Unterbrechung, die wir allen gönnen. Ne? Uns ja auch, ne? Also du bist jetzt noch nicht so lange am Mikro, aber ich schon ein bisschen. Muss auch mal zwischendurch ein Gläschen Wasser, ne? Gefiltertes Wasser trinken. Also die englische Version heißt dann gleich Perversion of Justice and Despotism in order to keep the system going. Ja, und da fassen wir nochmal so ein bisschen die Dinge zusammen und da kann ich auch nochmal so ein bisschen auch den Teil von Koblenz erklären, den ich vorhin da so auf Deutsch ein bisschen intensiver diskutiert habe. Ja, und dann würden wir gerne von dir dann auch gleich nochmal so ein bisschen auf Englisch hören, wie es denn da gegangen ist. Oder hast du noch Bedarf, ein bisschen auf Deutsch? Ja, können wir ja mogeln nachher ein bisschen. Mogeln war Deutsch, damit ein bisschen mit machen, rein, oder? Oder auf Französisch. Nee, weißt du, was du machen könntest? Du hast doch auch deine Deklaration da auf Französisch, glaube ich, geschrieben. Ja, stimmt, ja. Wenn du möchtest, kannst du sie vorlesen auf Französisch, dann haben wir das später auch fürs Video. Kann ich das hinten dranhängen? Die ganze Deklaration? Nee, also die was du von deinem Überfall da. Du hattest da, glaube ich, irgendwas geschrieben. Ja, die ist noch ziemlich lang, ne? Die hat ein paar Seiten, aber ja. Wie viel? Wie lange braucht man dafür? Ja, ich glaube, das sind schon so 3-4 Seiten, ne? Mindestens, glaube ich. Ja, aber dann nehmen wir uns doch die Zeit, wenn du das für richtig hältst, dass wir das einmal auch bringen, dann kommt das in die Aufzeichnung mit rein. Gut. Wenn du das möchtest. Ja, die kann ich gerne vorlesen dann. Wunderschön. Okay, dann nehmen wir uns ruhig die Zeit, Englisch und Französisch, wenn du willst. Dann hast du das Französische auch gleich verfügbar. Wunderbar. Wir sind ja gleich im europäischen Roundtable, da darf man auch ein bisschen Französisch sprechen, oder? Sicher, ja. Ja, ich bin da jetzt nicht so doll. Aber ich mache so ein paar Worte so mit voulez-vous und so weiter, kenne ich auch. Also ein bisschen Französisch, ja, gut, komme ich auch ein bisschen, kann ich mir auch einen Kaffee bestellen und so. Gut. Ja, also herrlich, dass du da warst und du bist mutig, klasse. Danke. Ja, du stellst dich der Sache entgegen, dann war ich ganz stolz auf dich, bist ein Vorzeigebeispiel. Denn ja, nicht jeder wird als Held geboren, ja. Mhm. Ist auch nicht unbedingt der beste Job, den man haben kann, aber Zivilcourage. Nicht der einfachste Job, ja. Ja, nicht der einfachste und meist tödlich, ne? Okay, aber je mehr wir sind, desto weniger können die machen und wir sind die 99,999%, nur ganz viele davon wissen es noch nicht.
Und da sind wir dabei, das eben ein bisschen aufzuklären, da mitzuhelfen, dass das passiert. Ja, und wir machen jetzt mal eine kurze, kleine Unterbrechung und wir hören jetzt mal auch vom Steve Phillips, auch einer, der bei dir in der Nähe wohnt, aber in Holland, in Amsterdam, glaube ich, ist er da, der uns nochmal hier vorsingt, We don't want your swine flu vaccination. Ja, die haben ja jetzt inzwischen noch ganz viele andere Variante aus dem Labor gezüchtet, die sie uns unterjubeln wollen. Aber ich denke mal, da gibt es eben auch die Gefahr, dass in der kleinen Spitze dieses Nadelchens, was man kriegt, eben so ein Ding drin ist, das wir gar nicht haben wollen. Ne? Absolut, ja, ja. Man braucht wirklich nur eine kleine Spritze, eine Nadel, um gechippt zu werden. Das ist also ja so ganz leicht. Die haben Nanogröße. Okay, also Leutchen, für alle Deutschsprachigen, bleibt alle dran. Es wird hochspannend gleich im englischsprachigen Teil. Ich danke euch, dass ihr soweit hier geduldig zugehört habt und es war sicher hochspannend und ihr könnt alle Sachen nachlesen und ich bringe dann auf die Seiten auch die Aufzeichnung später dann hoch. Und wir klinken uns jetzt hier aus in die kleine Pause und nachher geht's mit dem United We Strike Radio Marathon munter weiter bis Sonntag früh. Okay, also bis gleich, der Detlef von Wake News Radio und Melanie Bridgeheim bleibt uns erhalten gleich im nächsten Teil. Bis gleich! This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Your smile.